Hallo. Moin, was geht? Leute, Leute, dieses Mal habe ich ja sogar ganze. Warte mal, wie lange waren es? 3, 4 Stunden geschlafen? Wow! Ah, es geht also doch. So. Gut, das sollte auch raus sein. Wie läuft's bei euch? Ich hoffe, besser als bei mir. Moin, moin, moin. Miki, bin da, wer noch? Was geht? So, erstmal wieder. Ja, da haben wir es doch. Das ganze Laden. Mir ist bei dem. Ich hab gestern mir nochmal das. Was heißt nochmal? Ich bin mich da so Stück für Stück am Durcharbeiten durch das 2,5, fast 3-stündige Video von My Life in Gaming zum Mr. FPGA, was ich halt wirklich nur empfehlen kann. Also, falls ihr mal generell Fragen zu dem Gerät hattet oder so, das ist das beste Video, was man sich zu dem Thema angucken kann. Aber da ist mir eben auch so aufgefallen, okay, ich sollte doch langsam mal das Ganze updaten. Weil ich habe das bisher immer manuell gemacht. Weil ich sollte mir, glaube ich, mal so ein Wi-Fi, ich wusste gar nicht, dass es für den Mister auch Wi-Fi-Adapter gibt. Weil ich habe das dann immer umständlich an den Router unten dran gepackt. So, um da irgendwelche Updates drauf zu ziehen. Und ich glaube, das wäre wesentlich angenehmer, da irgendwie so ein Wi-Fi-Dongle mal zu holen, das zu machen. Aber ja, müssen wir mal sehen. So. Jetzt ist die Frage. Wait, what? Hatte ich nicht? Hä? Hatte ich beim letzten Mal. Ich war so müde, dass ich beim letzten Mal, glaube ich, nicht gespeichert habe, ne? Geht das direkt in. Lol. Ja, okay. Literally ein zweiter Versuch. Oh. Dann können wir dieses Mal ein bisschen schneller durchgehen, glaube ich. Das ist ganz okay. Oh. Yo, Krabber, Dragon, moin. Hab Golden Sun sogar vor ein paar Tagen selber angefangen. Ich habe auf jeden Fall nochmal Lust bekommen, es tatsächlich auch so komplett alleine mal wieder durchzuspielen. Aber ja, holy shit, vollkommen vergessen. Das ist so eine Sache, die man dann, die ich wirklich selbst bei, wenn ich halt gewisse ältere Titel nochmal reinlege, mir immer wieder so ins Gedächtnis rufen muss. Also nein, Björn, es gibt kein Autosave, es gibt kein. Du hast kein irgendwie Sleep Mode oder sonstigen Kram. Und ich meine, selbst wenn du hier speicherst, ist es eben nochmal, musst du eben auch nochmal kurz hier ins Menü reingehen, dass dann eben über einen Autosave das gemacht wird. Aber ja. Ah, Lukas, moin, vielen Dank für das Prime-Abo. Ich hab Lego Star Wars hier jetzt. Ich hab nur die Videos gesehen, dass das Ding Jump Canceling hat. So, what the fuck? Oh, da bin ich echt mal gespannt, das mal auszuprobieren. Oh, ich liebe es, wenn das in so ein Spiel einfach unnötig mit eingebaut wurde. Besser geht's nicht. Besser geht's nicht. So, braucht das Spiel? Sicherlich nicht. Ist es trotzdem irgendwie geil, dass es drin ist? Auf jeden Fall. So, jetzt machen wir hier Speedrun. Aber ich weiß, ich erinnere mich halt wirklich nur noch so halb dran, tatsächlich. Was genau passiert ist. Beziehungsweise, wo ich genau lang musste. Ach genau, mein bester dummer Freund. Mit dem nochmal gerade reden. Boah, ich hab wieder so viel unnötige Zeit damit verbracht, irgendwelche Arzttermine zu bekommen. Es ist einfach das Schlimmste auf Erden. Also ich wirklich, einen guten Hautarzt zu finden, ist glaube ich, also, das ist das Höchste der Gefühle.
Also sonstige, alle andere Ärzte überhaupt kein Problem, alles Gute gefunden, bla bla bla. So, ne, auch bei, so bei Zahnärzten sogar mehrere, die ich hier in der Umgebung empfehlen könnte. Alles überhaupt kein Problem. Aber Hautarzt ist irgendwie so der Holy Grail. Hautarzt für Kassenpatienten zu finden, die gut sind und dich zeitig dran nehmen. Weil, weißt du, ja klar, wenn ich jetzt irgendwie so Muttermal untersucht haben möchte oder irgendwas anderes auf eine Vorsorge hin oder bla bla bla, ja, okay, kein Problem, dann kann ich irgendwie einen Monat, zwei, drei auf einen Termin warten. Who cares? Ist vollkommen okay. So kein Ding. Aber wenn du irgendeine akute Scheiße hast, als Hautkrankheit, und dann allein schon über eine Woche warten zu müssen, ist halt teilweise, so geht halt gar nicht. Also absolutes fucking No-Go. Ich muss mich gerade nachher nochmal dran erinnern, wo ich das letzte Mal genau festhing. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass es ein bisschen später definitiv war. Alter, das ist grauenhaft aktuell. Also ich habe jetzt gerade noch bei... Weil der Hautarzt, bei dem ich nämlich vorher war, war auch das Problem, anrufen kannst du in der Praxis eigentlich gar nicht. Also da geht nie jemand dran. Ich habe schon so oft versucht, in dieser Praxis anzurufen, das funktioniert einfach nicht. Und die sind bei Dr. Lip, aber ich möchte halt explizit auch zu dem Chefarzt von denen, bei dem ich eben auch meine erste Untersuchung hatte und der mir einen wirklich guten Eindruck gemacht hat. Halt jemand, der sich tatsächlich mal Zeit genommen hat und mir auch Dinge erklärt hat. Nicht einfach nur, so jetzt nehmen sie das, sondern so, okay, das ist deswegen und deswegen und deswegen sollte man halt das und das nehmen, ne? Also, dass du es irgendwie auch nachvollziehen kannst. Aber bei diesem Typen einen Termin zu kriegen, ist einfach die Hölle gewesen, weil dann teilweise Dr. Lip irgendwie nicht funktioniert hat, dass dann, wenn du einen Account machst, so, ja, möchten Sie diesen Termin haben? Ja, gerne. Und dann klickst du irgendwie drauf und dann ist es so, ja, funktioniert gerade nicht, oder können wir nicht machen. Und dann, ja, Termine immer nur eine Woche im Voraus und danach müssen wir mal gucken, ob wir neue Termine reinkriegen oder so, was weiß ich, und halt nie verfügbar. Und jetzt habe ich tatsächlich noch spontan für morgen Vormittag, nee, frühen Nachmittag eingekriegt. Weil ich habe so eine, ich habe keine Ahnung, was das ist, ich habe so eine widerliche Verfärbung um die Mundwinkel, die jetzt auch noch unter die Lippe runtergezogen ist. Dass einfach so die Haut einfach rot, dunkelrot ist. So, sieht nicht aus wie irgendwas, was da drauf ist, sondern wirklich einfach nur, die Haut hat sich verfärbt darunter. Und es ist halt trocken wie Arsch. So, also ich kann das Einzige, was ich machen kann, ist halt wirklich nur, das möglichst mit Zeug eben feucht halten, damit es nicht ganz so schlimm ist. Aber es fühlt sich halt echt an, als hättest du, als hätte ich den trockensten Mund auf Erden. Und es ist einfach echt ein widerwärtiges Gefühl die ganze Zeit. Und es sieht auch ehrlich gesagt unfassbar beschissen aus. So, ja, extremes Bock drauf. Deswegen, ich habe jetzt schon morgen keinen Bock, dass da irgendwie, oh ja, dann, keine Ahnung. Da wird bestimmt das sein und dann kriege ich irgendeine Kacke, dann funktioniert es wieder nicht. Weil ich war nämlich wegen derselben Scheiße schon mal da. Da war das aber noch nicht so schlimm und kam gerade erst auf. Das war vor 4 Monaten. Dann habe ich tatsächlich was von dem verschrieben bekommen. Und das hat auch funktioniert. Bis zu dem Tag, wo ich... So, das ist jetzt nichts dagegen oder so, aber es ist halt wirklich direkt danach passiert an dem Tag. Also ich habe meinen Booster-Shot bekommen und musste mich dann halt wirklich einen Tag hinlegen, im Gegensatz zu den ersten beiden Impfsitzungen. Musste mich halt wirklich einen Tag ausruhen und danach hat das Zeug einfach nicht mehr funktioniert. Also danach hat die Salbe, die ich da irgendwie gekriegt hatte oder Creme oder sonstige Scheiße, hat einfach nicht mehr funktioniert. Und hat's, wenn ich das aufgetragen habe, eigentlich nur noch schlimmer gemacht. Hautscheiße, einfach die schlimmste Scheiße. Hautscheiße, schlimmste Scheiße. Es ist wirklich, es ist zum Kotzen, ey. Bei dem Typen kannst du auch Nein sagen, der steht einfach auf. Ich finde das viel geiler, wenn du nachher gesagt bekommst im Tempel, hey, hier, das ist deine Aufgabe.
du musst die Welt retten und dann kannst du einfach sagen, nee. Nee, kein Bock. Und dann kriegst du so eine dann kriegst du halt so eine Sequenz, dass die Welt untergeht. I could use a hand, yeah, great, I'm all charged. Oh, ist einfach hergesprungen. Einfach gegen die Salbe geimpft und nicht gegen Corona, ja, so. So, so hat sie es auch angefühlt. Das ist einfach das. Das ist aber auch das Beschissene, dass dein Körper tatsächlich auch bei Medikamenten auf einmal sagen kann, nein, das funktioniert nicht mehr oder ich werde jetzt dagegen allergisch. So, ich hatte auch an anderen Stellen am Körper mal Probleme. Und dann habe ich irgendwas so verschrieben bekommen. Hat problemlos funktioniert. Und jedes Mal, wenn ich dann damit was wieder aufkam, habe ich das draufgetragen und dann ging es wieder weg und ging es wieder weg. Und dann nach so einem Jahr, dann wieder, okay, da fängt es langsam an, alles klar, ich trage wieder die Salbe drauf. Zack, einfach der härteste Ausschlag auf der Stelle. Und dann ist so, geil. Oh, also ich habe jetzt dafür tatsächlich einfach nur was, so tägliche Behandlung eben gefunden für die Stelle und das ist überhaupt kein Problem, aber der Kram, der jetzt gerade aufgetreten ist, ist halt wirklich so, keine Ahnung, und sobald du einmal, also zumindest ist das mein Gefühl, ist meine Erfahrung, wenn du einmal mit chronischen, mit halt irgendeiner chronischen Scheiße zu tun hast, dass jedes Mal, wenn irgendwas auftritt, dein erster Gedanke ist, oh Gott, wie lange habe ich jetzt damit zu tun? So, ich will einfach mal wieder, ich würde nichts lieber haben, als mal regulär krank sein. Nicht so Corona mit Long-Covid, einfach eine normale Scheißgrippe. Einfach eine normale Scheißgrippe, eine Erkältung, keine Ahnung was. Einfach mal, ich weiß nicht, zwei, drei Tage mal wieder so eine Darmgrippe, einfach mal 3 Tage am Stück Durchfall und mich übergeben. So eine schöne Lebensmittelvergiftung. Boah, hab ich da Bock drauf. Einfach irgendwas, was ich habe und dann muss ich es einfach nur auskurieren für ein paar Tage und gut ist. Und dann ist der Scheiß wieder weg. Das will ich einfach. Das möchte ich. Oh, das wäre so schön. Das wäre so schön, einfach normal krank sein. Weil irgendwie ist es alles, was gefühlt auftritt in den letzten Jahren, ist halt irgendwie, keine Ahnung, es sind halt irgendwelche Sachen, mit denen ich dann längere Zeit wieder was zu tun habe oder irgendwas Dauerhaftes oder sonstigen Scheiß. Oh, ich habe einfach keine Lust mehr. Ich habe einfach, weißt du, ich lese schon irgendwie auch schon die letzten 2 Jahre so, wenn Leute auf Twitter schreiben, oh, kacke, habe irgendwie Erkältung, bin krank, Grippe oder sonst was, liege im Bett. Und ich bin immer so, boah, das hätte ich auch gerne. Oh, neidisch. Oh, einfach krank sein und danach wieder erholen und besser sein. Oh, my favorite arc. Oh, jetzt kommt der Mega-Felsen. Er sieht aber auch aus wie so ein Kackhaufen, ne? Ehrlich gesagt. So ein bisschen. Oh, oh. Dafür war nicht genug Geld da, um das zu an Record Scratch. Oh Gott. Was ist hier in Kommentaren? Geht's nur um Lego Star Wars? Wie gesagt, ich habe bisher noch nicht gespielt. Ich kann nicht großartig was dazu sagen. Na, sind wir jetzt alle geschockt? Können wir weitergehen, Leute? I go. Oh, geh doch nicht. It's no use. Oh, Triggerwort. Boah, einfach mal das halbe Haus damit abgerissen. Oh, it won't budge. Kann ich jetzt wenigstens hier? Das ist sehr seltsam, dass du auf der... Ich meine, das ist klar, durch die Limitierung des GBAs, dass du eben auf der A-Taste dann auch das Menü sofort aufrufst. Oh, save your quest, machen wir dieses Mal. Your game was saved. Und jetzt ist es auch richtig gesaved. Oh, it can't be, it must all be a dream. Felix, no! That boulder, we need to get help, everyone with their... Okay, that's okay, come.
Wieder zurückgehen oder was ist denn da los? Was könnt ihr eigentlich? Warte, ich war aber glaube ich weiter, oder? Ich meine, hier war auf jeden Fall der Punkt, wo ich schon mehrfach. Isaac! I can't let him go alone. Wir müssen weitergehen, Leute. Kein Bock mehr. Only two of us survive. Ah, stimmt, okay. So weit hatte ich auf jeden Fall gespielt. Bis zu den beiden Furries. Definitiv. How could we have anticipated Soul Sanctum? Waren das nicht die Bosse? Irgendwie? In den einzelnen Türmen, in die man hingeht? War das irgendwie so? Dass das so die Bosse waren? Alter, ich versuche hier irgendwie Erinnerungen von vor 20 Jahren so circa hervorzurufen. Oh. Tief in mir versteckt irgendwie. Aber wie funktioniert das eigentlich? Wie funktioniert das, dieses, dass du so Erinnerungen hast, an die du, ne, das ist nichts, an das du irgendwie zwischendurch denkst. Und dann, zumindest bei mir ist es irgendwie so, als visuellen Trigger. Also ich sehe zum Beispiel irgendwie einfach einen Frame aus einem Film, an den ich in 20 Jahren nicht gedacht habe. Und ich bin so, oh mein Gott, holy shit, ich kenne das. So, das ist irgendwie wie so, wie irgendwas so unlocked hätte in dir. Das ist, keine Ahnung, so ganz komisches, weil das ist anderes als Dinge, von denen du weißt. Ah ja, das kenne ich, ne, so okay. Das ist mir bewusst, dass ich das kenne. Und dann gibt es so andere Sachen wie, das hatte ich vollkommen, das war aus meinem Gefühl, aus meinem Gedächtnis rausgestrichen. Aber das irgendwie zu sehen, hat wieder so irgendeine Tür unlocked in meinem Gedächtnis und das hervorgehoben. Boah. Hab das letztes Jahr fast 100% gespielt und fand super. Achso, nee, ihr redet immer noch über die Saga-Dinger. Gab vier Türme, weil theoretisch könnte es gehen. Yo, Leute, ich bin wach. Ich habe ganze 4 Stunden geschlafen diese Nacht. Das reicht auf jeden Fall, um wach zu sein für mich. Oh. Ich hab heute Morgen einfach mal noch von 4 bis 6 heute Morgen habe ich gekocht, bevor ich ins Bett gegangen bin. Es muss nur noch Essen verarbeitet werden. Und ich war so, oh mein Gott, auf einmal geht die Sonne auf. Alter, wie lange habe ich gekocht? Habe ich so, ach nee, ich habe einfach nur um 4:30 angefangen. So lange war es dann doch nicht. Oh, Flea. Sieht aus, als ob man eigentlich irgendwas in den Rücken geschossen bekommen. Komm, kann ich denn schon irgendwas hier? Oh, ich habe keine Synergy. Mystery Man, Mystery Woman. My favorite character. Ja, komm, einfach mal drauf. Was bleibt mir anderes übrig? Einfach draufklatschen. They fucking died. Gay over. Ich mochte immer die Animation, dieses Hin und Her in den Kämpfen. Dass du... Oh, it's Golden Sun. 3 years later. Einfach so alle im Rollstuhl. Oh, Isaac fehlt das Bein. Ja, sorry Leute, da hast du den Tutorial-Kampf nicht richtig gemacht. Du hättest blocken sollen. Schade. Oh, haven't you finished mending the roof? Es sieht aus, als ob der irgendwie reinbeißen würde. Also seine obere Kopfhälfte geht hoch und runter. You're almost done. Okay, keep at it. Ich mag die... Ich finde diesen rosa... Diese rosa... Farb... Kann man das Farbpalette nennen? Also diesen rosa Ton in den Haaren finde ich sehr ansprechend. Oder ist schon fast lila eher, ne? I don't fucking know. Ich muss sagen generell, dass das Spiel hat eigentlich sehr ansprechende Farben. Das Einzige... Wo sich jetzt gerade mir eben so auffällt, ist, dass die Charaktere, wenn das doch schon was größer aufgeblasen ist, nicht ganz so sauber wirken. So wahrscheinlich, weil es eben eher ein bisschen dreidimensional wirken soll, von den, so wie die Figuren in der Welt irgendwie existieren, ne? Gerade auch wenn du in den Kampfsequenzen diese
ich will nicht sagen Kameraschwenks, aber diesen Perspektivwechsel drin hast. Das sieht auf einem GBA-Screen definitiv besser aus. Ich müsste mal gucken, wie das Ding auf dem Pocket aussieht. Das habe ich da noch gar nicht gestartet. Wieder mal Kaino Death Run. The Gay is never over. 4 ist mehr als 0, ne? Genau, 4 Stunden, wenn das genug ist, heißt es nicht nach dem, guten Schlafverhältnis. Also ich meine, es kommt drauf an, wie gut man damit selber klarkommt. So, das ist halt die Sache. So, wenn ich mich nach dem Aufwachen ausgeschlafen fühle. Ich meine, ich habe mindestens die letzten 5-6 Jahre mit einer undiagnostizierten Schlafapnoe gepennt. So, da sind selbst 8 Stunden nicht so gut wie jetzt 4 Stunden ohne. Ich find gut, dass ihr beiden einfach so eine separate Unterhaltung im Chat über Lego Star Wars führt. Oh. Oh, wird Zeit, dass ich den Discord anstelle. Don't be weird, Garrett. Garé wahrscheinlich. Ist wahrscheinlich der Franzose unter den Truppen, unter den Leuten. Are you mad at me? Ah, women. Haha, Gender. Geralt von Rivia. Das war der davor. Das war, bevor sein Haar weiß wurde, hatte der auch die roten Haare. War eigentlich Anime-Boy früher. But Jenna! Das ist irgendwie, ich weiß nicht, Jenna ist irgendwie so kein Fantasy-Name für mich. Ich weiß es nicht, so. Ich kann nicht mal sagen, warum, aber ich habe nicht das Gefühl, dass. So. Nee. Ich kann es nicht mal erklären, aber irgendwie den Namen Jenna höre. Dann muss ich wahrscheinlich einfach, weil mir zu viele Charaktere oder Personen damit einfallen. Aus der heutigen Zeit. Ich weiß es nicht. So, Isaac, ja, total. Gerald, ja, vollkommen. Jenna, nee. Passt nicht so ganz. Und jetzt gucken wir 5 Stunden zu, wie er das Haus fixt. Weißt du, ab dem Punkt ist es doch einfach schneller, das Zeug zu nehmen. Anstatt irgendwie seine Psy-Kräfte zu benutzen. So, das ist fucking Heu. So, oh, das muss ich jetzt aber ganz anstrengend. Oh mein. So. Das ist einfach nur zum Angeben da, ab dem Punkt. Isaac ist ein cooler Name. Aber das passt halt auch so in jede Zeitspanne mit rein. Weißt du, es gibt einfach Namen, die funktionieren. Also da kannst du 2000 Jahre zurückgehen und das passt. Und heute und das passt. Du kannst dir so alles raussuchen und es funktioniert. Und es gibt einfach Namen, die waren vor 20 Jahren okay, aber wenn du die heutzutage hörst, dann bist du so, nee, geht nicht. passt einfach nicht. Aber ich bin mal gespannt, ob dann in so 50 Jahren so irgendwelche altdeutschen Namen dann wieder hip werden. Aber ich kann mir einfach, weißt du, du kannst doch keinen Dreijährigen sehen. Du kannst doch keinen Dreijährigen sehen und dann den Heinrich nennen. So, das ist, keine Ahnung. Ich finde, das ist einfach so, in meinem Kopf einfach so drin. So, wenn jemand Heinrich heißt, der muss mindestens über 50 sein. Das geht einfach nicht. Ich kann einfach nicht einen Dreijährigen Heinrich oder eine Dreijährige irgendwie Brigitte nennen. So, das geht einfach nicht. Das fühlt sich vollkommen an. Man nennt sein Kind auch Björn. Ja, aber siehst du, das geht. Da kannst du 2000 Jahre in die Vergangenheit gehen und jeden Zeitpunkt rausnehmen, der Name funktioniert. Der ist so zeitlos. Weißt du, richtig gemacht.
Meine Eltern wollten mich ursprünglich Sören nennen. Und da war ich auch so, nichts gegen Leute, die Sören heißen. So offensichtlich, aber ich bin mit meinem Namen wesentlich zufriedener. Oh. Kinder, die heute Erik oder so heißen, in 40 Jahren einfach Heinrichs. Glaube ich, nein, also Erik oder auch so, nee, das glaube ich nicht. Glaube ich nicht, das wirkt irgendwie zu zeitlos. Ich warte auf das erste Kind, das Sieg Wahrheit heißt. Ich habe keine Ahnung nach wem. Ich glaube, meine Eltern haben einfach nur so ein paar Namen aus der Umgebung irgendwie genommen. Sie wollten scheinbar auf jeden Fall irgendeinen Umlaut drin haben. Also es muss ein Name mit Ö sein. Where do you all plan to go today? To the pub. We're going to Marlef with Kraden. Kraden. Mal wieder den Kraden biegen. Mountain Climbing with Kraden, ne? diese Animationen. Kids and their games. Ah, Mountain Climbing. Ah, my games. Civilized. Schönen übrigens. Ich hab, glaube ich, gar nicht. Auch dir noch vielen Dank für das Prime-Abo gar nicht gedankt. Vielen, vielen Dank dafür noch. Hönrich. Heinrich wäre auch gut. Was, nachdem Sexmus Ronny ein Anerkannter ist, wird mich nichts mehr überraschen. Was? Sexmus Ronny? The fuck? Wäre Müller dann nicht das Offensichtlichste? Wieso, wofür Müller? Ist ein Nachname. Du hast doch kein Vorname. Hallo, ich bin's, Müller Schmidt. Ja, ich weiß nicht. Also ich kann auch einfach kein. Weißt du, ich muss mir das immer so vorstellen, du guckst einen Dreijährigen an und nennst den Jörg. Und das geht einfach nicht. Weißt du, ich kann mir so einen Dreijährigen ansehen und dann Markus zu ihm sagen. Oder irgendwie Martin oder so. Oder halt auch Björn oder sonst was. Aber ich kann ihn auch nicht Jörg nennen. Ich kann ihn auch nicht Jürgen nennen. Das geht nicht. Weißt du, das kann ich nur, wenn das irgendwie so ein Benjamin Button-Junge ist, der einfach schon 90 Jahre alt ist und halt, ne, so zurückgealtert. Ja, Jörg Sport mit. Ich habe einfach das, so in meinem, das fühlt sich an, die Kinder heißen einfach irgendwie anders. Die haben andere Namen und dann irgendwann so mit 30 oder 40, dann kriegst du einfach den anderen Namen. Dann bist du dann verwandelt. Weißt du, das ist dann so das digitiert dann. Weißt du, wie so im Englischen. Ne, du hast dann irgendwie James und dann kannst du aber irgendwie Jimmy oder Jim oder sonst was noch genannt werden die ganze Zeit. Und dann irgendwann später bist du, ja, jetzt bin ich definitiv James. Und auch irgendwie William kannst halt dann als Kind Billy genannt werden. So finde ich, das ist. Also, wie sind eigentlich die Amis von Richard auf Dick gekommen? Als Abkürzung. Wie kommt man. So, ich kann ja so, ne? James, Jim, Jimmy, okay. Ne? Einfach ein Vokal irgendwie so ein bisschen. Ne? Von einem A auf ein I und dann abkürzen. Ist vollkommen okay. Und dann so William, Will und dann machst du aus einem Will einen Bill von mir aus. Okay, ist halt das eine Ding. Aber einfach Richard zu Dick. Was? Bekannte meiner Mutter hat ihre Söhne Ingo und Jörg genannt. Hat die bestimmt furchtbar ge. Oh. Auch noch beide. Boah, das. Haben die beiden Söhne schon Falten im Gesicht? So. Die haben auch bestimmt schon Bausparvertrag. So direkt mit zwei. Richard, Rick, Dick. Nee.
Also ich finde ja schon, okay, Richard zu Rick. Aber da hast du schon die, du hast dann zwei Veränderungen drin. Das finde ich, das geht nicht. Du kannst nicht zwei Veränderungen drin haben. Du kannst dich zu Rich von Richard und dann entweder zu Rick oder zu Ditch oder so. Aber du kannst nicht zu Rick gehen und dann zu Dick. Deswegen, weil William zu Will ist ja, du hast keine Veränderung, du hast einfach nur den Namen gekürzt. Und dann einen Buchstaben zu ändern, ich finde das auch schon komisch, aber es geht von mir aus. So, das ist genauso wie Robert zu Bob, dass du dann so Robert, Rob und dann den ersten Buchstaben austauschen. Rob zu Bob, okay. Robert ist short for Bobbert. Aber bei Richard, da hast du diese zweifache Digitierung drin. Und das finde ich, das ist der illegale Move. Das sollte nicht sein. Haben wir das eigentlich im Deutschen für irgendwelche Namen, die so allgemein abgekürzt werden? Ich meine, so, du hast so, dass halt so Maximilian zu Max wird, so abgekürzt. Aber ich meine auch sowas, oder was dann kommt, wo dann wirklich das Phonetische geändert wird? Irgendwelche Buchstaben da drin? Haben wir sowas? Mir fällt gerade nichts ein. I don't know. Ich weiß es gerade nicht. Oh. Moin Ninja, moin Aaron. Deswegen muss man nach zig Jahren auch seinen Ausweis erneuern lassen. Moment, warum heiße ich jetzt Ulrich? Du kriegst einfach vom Amt irgendwann so einen Zettel. Mit 40 kriegst du so einen Brief und dann, ja, dein Name wurde jetzt leider geändert. So, es werden jedes Jahr ein paar Leute ausgesucht, die einfach anders heißen. Das sieht aus, als kommt so ein Geisterfurz aus dir raus. Und jetzt willst du deinen Geisterfurz umbringen. Repel Evil, Remove Curse. Revive, alles klar. Weißt du, denkst du mal, solche Arbeiten wären wenigstens... Nee, wir haben hier keine Nationalized Healthcare. Das ist alles Privatisierung hier schon. Die dreckige Arschgeigen hier. Jetzt muss ich in meinem eigenen Dorf dafür zahlen. Oh nein. My two gay friends sind wieder hier. The Elders of Vale must not permit anyone to enter it, not even Craydon. Craydon? Can we use him? His knowledge is no meager thing. We can use him. But he's more stubborn than we expected. Oh no. And ich hätte es gerade gesagt, coming to. Cunning beyond measure. Wer kam überhaupt auf die Idee, Dick als Namen zu erfinden? Ich weiß auch gar nicht, wann wurde das denn überhaupt in Slang für Penis? Weil das muss das nicht schon immer gewesen? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du halt Leute mit diesem Spitznamen rumlaufen, wenn sie wissen, dass das eben auch als Begriff für irgendwie Penis benutzt werden kann. Das heißt, es muss doch dann auch garantiert, dass in den 70er, 80ern irgendwie aufgetaucht sein? Ich weiß es nicht. Aber ja, aus der heutigen Perspektive ist es einfach immer noch am besten. Was war es, dieser eine Charakter, der irgendwie Richard Ryder, Dick Ryder. Ja, Bill ist die Abkürzung für Billiam, ja. Manfred zu Money. Ja, ich glaube dieses... Ja, das ist wie Ben... Ja, so, ja, genau, so wie Benjamin, Benny und so. Das haben wir noch. Aber nicht, wo du komplett was geändert hast, ne? Nicht, wo du irgendwie so auch irgendwie der Anfangsbuchstabe verändert wird. Hoffe, das Trauma von gestern wurde einigermaßen erstmal überwunden. Ja, ich habe mich einfach gestern noch mit Alkohol begossen, das war's. Sowas ist ja vielen Leuten passiert, die hier eingewandert sind und eingedeutschte Namen bekommen haben. Gibt's dafür, irgendwelche, ich weiß gar nicht, die Beispiele dafür, dass sie das, also wo, meinst du halt einen komplett anderen Namen oder dass einfach eine verwandte Form davon benutzt wurde oder irgendwie so, dass dann phonetisch angepasst wurde? Ich finde das immer so seltsam, gerade bei englischsprachigen Leuten, die einen offensichtlichen deutschen Nachnamen haben oder beziehungsweise einen Nachnamen mit deutschem Ursprung. Und der natürlich dort drüben komplett anders ausgesprochen wird. Der wird ja dann
natürlich auf eine englische Sprachweise ausgesprochen. Und ich finde das, ich komme mir da immer komisch vor, das dann auf diese Art und Weise auch so zu sagen. Weil ja, an sich, das ist das, wie die Leute ihren Namen aussprechen. Also sollte man ja auch den Namen weiterhin, ne, auch hier dann aussprechen. Aber wenn es so offensichtlich eigentlich anders so, selbst schon so kleine Sachen, wie zum Beispiel, wenn jetzt so Jason Schreier, so, ne, auf dem Schreier, und bei uns wird es ja einfach, der ist einfach Jason Schreier. Das klingt halt irgendwie auch komisch. Spielberg. Ja, Gaylord, oh, bester Name. The term dick has been a euphemism for the penis since at least as far back as the 19th century. Cassell's Dictionary of Slang dates the penis sense of the word. The penis sense of the word. Das finde ich hervorragend. The penis sense of the word to the mid-19th century. Two other sources, the Oxford English Dictionary and the Random House Historical Dictionary of American Slang. Also dann ist es, dann ist es noch seltsamer, dass man dann, ich glaube, war das nicht, dass es noch bei der hier Werbekampagne für Nixon damals sogar noch so Aufkleber mit Dick oder so drauf gab. Also das ist, keine Ahnung, wenn das halt so den Slang übergegangen ist schon, dann finde ich, sollte man die Abkürzung sein lassen. Wird Jason dann nicht auch eingedeutscht? Jason. Let's see, let's go, Isaac. Ja, vom amerikanischen Mueller, ja. Also es fühlt sich halt sehr seltsam an dann. Warte mal, kann ich diesen Ball jetzt eigentlich verschieben? Move the fucking ball, you bitch. I don't hear those grunts coming from the other side. Oh, I'm scared. I'm scared. Move, retreat. Kann ich das Ding, oder? Ich finde gut, wie ich einfach die ganze Zeit mein Pipi verbrauche hier. Ja, okay. Dann gehen wir erstmal weiter. Ich glaube, hier habe ich irgendwo beim letzte Woche aufgehört, oder? Ich glaube, hier konnte ich irgendwann nicht mehr. Ich glaube, da bin ich so, okay, alles klar. Ich bin jetzt, glaube ich, das sechste Mal in 2 Sekunden eingeschlafen. Es wird Zeit, dass ich definitiv was anderes mache. Warte mal, kann ich das irgendwie runterholen? Move. Nichts passiert. Ich verbrauche einfach nur mein Pipi. Das ist außerhalb von Kämpfen, sollte eigentlich nichts verbraucht werden, wenn du halt für irgendwelche Rätsel was machen musst, finde ich, dann sollte das keinen Pipi verbrauchen. Aber tut's doch, ne? Warte mal, Status? Ja. Einfach mein Pipi hier verbrauchen, finde ich nicht gut. Muss ich wieder vorher was trinken, um meinen Vorrat aufzufüllen. Ich soll doch nach oben gehen eigentlich, oder? Your synergy runs low, just walk around, you recover it slowly. Ach, wirklich? War das so hier? Kriege ich mein Pipi einfach wieder zurück? Weil dann macht es eigentlich noch weniger Sinn, warum die Rätsel in der Oberwelt irgendwas kosten. Ah, stimmt, es gab das automatische Springen. Oder es ist nur Overworld und nicht in den Dörfern selber. Okay, ins Inn kann ich gehen. Oh ja, geil, lass jetzt mal mein Geld ausgeben. Oh, erstmal shoppen. Geil. Oh, ausgeben, come in. Artifacts, buy. What would you like? Everything. Longsword. Bringt mir das was? I don't know. I want this. Yeah, baby. Oh, direkt mal aufgerüstet. Okay. Shortsword. Kann ich das auch für... Yeah, baby. Oh, ich habe noch genau 200 übrig. Ja, perfekt. Ticket. Warte mal.
Nee, hat wahrscheinlich schon, ne? Ja. Geilon. Bye, Bitch. Ja, siehst du, hat's wenigstens schon mal was gebracht, hier runtergegangen zu sein. Auch wenn ich ansonsten gerade nicht... Ich meine, ich weiß doch, ich muss doch eigentlich nur zum Tempel hochgehen irgendwie, ne? War das irgendwie... Daran kann ich mich noch erinnern. Und dann wurde ich gefragt, hey, yo, Alter, willst du die Welt retten? Und du kriegst dann ein bisschen so, nein. Alles klar, Welt geht unter. Vielen Dank, Isaac. Thanks for helping. Würde ich halt, es ist halt verständlich, ne? Wenn du so, keine Lust, warum soll ich das machen? Mach's doch selber. Warum hier direkt immer Kinderarbeit hier holen? Ich weiß auch nicht, ob das... Ich glaube kaum, dass Kamm und Kumm zusammenhängen. So, Bastard, wo geht's hier hoch? Kann ich hier weiter einfach? Nee, hier. Boah, lässt mich einfach nicht durch. Ah, der Kinderficker. You're not planning on sneaking up to Mount Aleph, are you? Yes. It's a sacred place. No one can climb it without permission. I have permission. Ich finde einfach geil, wie das einfach zugibt. Bastard. Nein! Oh, jetzt hat er mich wieder erwischt, jetzt gibt's Haue. Okay, wo ist sein fucking Haus denn? Gibt's nicht einfach ein Haus, wo einfach so ein fettes K irgendwie davor steht? Warte mal, du bist alt. Bist du das? Nein. Warte mal, I guess again, he's pretty popular for his age. Warte mal, wer war das? Nein, ich will nicht. Okay, ihr seid auch alle nicht. Oh, wer von euch Bastarden ist es denn jetzt? Hin, unten weiter? Hier in dem Haar? Hier irgendwie? Eins? Oder war das dann doch in der Village unten? War ich doch am richtigen Ort? Nee, du bist garantiert nicht. Hier wahrscheinlich auch nicht. Du bist alt, bist du es? Ja, nein, hör auf, mich zuzulabern. Ab ins Heim mit dir. Was ist denn da los? Das Haus ist im Westen der Stadt. Also jetzt hier in der Stadt oder im Westen von der Stadt? Nein. Oh, ich liebe es einfach, random Häuser zu durchsuchen. That's always my favorite. Manchmal sind Questmarker doch was Gutes. Nein. Das ist nämlich das ist eine Sache, die ich nicht aus irgendwelchen Spielen vermisse, ist einfach suchen, wo irgendjemand ist. Das ist einfach so eine Taste, zeig's mir an. Nee, aber hier auch nicht? Ich meine, der ist doch nicht hier, oder? Nee. Ich wollte gerade sagen, sollte jetzt nicht irgendwie das Inn sein. Muss über eine der Brücken gehen. Das war das Einzige, wo es random suchen muss. Aber ist das dann noch zu dem Ort? Also, oder ist es dann einfach, weil wenn ich da über die Brücke, ich habe das Gefühl, ich bin einfach ganz woanders. Ich bin jetzt nicht in einem anderen Teil des Ortes, sondern ich bin einfach woanders. So, das ist das Nebendorf oder ist einfach außerhalb von dem Dorf. Ich glaube, man soll das auch lieber ein Dorf nennen als eine Stadt. Ich weiß nicht, ob das hier als Stadt klassifiziert werden darf. Dün, dün, dün,
warte mal, komm ich hin? Ah, hier komme ich ja hoch, okay. Just who are they? They already know too much about so sanctum. Ich rede mit mir selber. Ah. Oh. Ich weiß, dass Westen links ist, aber das ist das, wenn du mir sagst, im Westen der Stadt, dann gehe ich in die Stadt und dann gehe ich in den Westen von der Stadt. Weil das hier für mich nicht Teil der... Das ist ein Haus, was abseits des Ortes liegt. Ah. Gibt es eigentlich auf dem Mister so einen Farbfilter für den GBA? Die Kontraste stechen schon heraus. Du hast... Warte mal. Du hast hier teilweise verschiedene Möglichkeiten dafür. Aber ich bin... Ich lass bei mir immer alles in den originalen Farbfiltern auch. So, du hast hier so Gamma Correction, kannst du eben beispielsweise drin haben, dann für die Spiele, die das dann haben. Aber ich bin... Gib mir möglichst einfach, baller mir alles original rein. These are things even I, a trained alchemy sage, do not know. Einfach mal direkt jetzt in den Ass blasten. Time to ass blast, you old man. Oh, Isaac! Oh, I wanted to tell you about my racist tendencies. Oh, einfach eben auch wieder mit meiner Mutter telefoniert. Weißt du, das ist einfach, mit meiner Mutter telefonieren ist so, du hast ein ganz normales Gespräch und dann zwischendurch, wenn sie sich über irgendwas aufregt, dann muss einfach irgendeine rassistische Kackscheiße fallen. Jedes Mal. Und ich hab da auch nicht die... Ich hab da auch einfach nicht die Muße. Ich sag dann einfach gar nichts und gehe zum nächsten Thema über. Oh. Das ist einfach immer, wenn sie mit irgendwas ein Problem hat, dann muss direkt danach fallen, dass für irgendwelche Ausländer das Geld wieder in den Arsch geschoben wird. Und ich bin dann wieder so... Oh. Oh, keine Lust mehr. Wo ich mir denke, ist auch nicht meine Aufgabe. Das ist doch echt nicht meine Aufgabe, ganz ehrlich. That seems to be the case. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Seems to be. Aber ich weiß es leider nicht. They spoke as if they seen with their own eyes. Was willst du denn? Hast du hier irgendwo... Ja, das ist sehr strange. Wie viele Sachen ich einfach auf die ich reagieren kann, aber ich kann immer nur ja oder nein. Das ist meine Auswahlmöglichkeit, ohne das einen Einfluss zu haben. Das kannst du ehrlich gesagt weglassen. We have to go to any elders. Wait, everyone. I still don't know how accurate the things they said were. We can do it until we confirm that they are blah 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 blah. Then what should we do? Einfach irgendwas umhauen. Oh ja, natürlich. Auch alter Klassiker, auch alter JRPG-Trope irgendwie. Das Spiel anfangen, indem du in irgendeine alte Stätte reingehst oder so. Irgendein Ritual machst, durchführst. Oder ansiehst, sonstigen Kram. Also mir fallen spontan direkt so, ich meine, Dragon Quest 11 fängt direkt mit sowas an. Tales of Symphonia auch, hast du auch sowas sofort mit dabei? Ich meine, selbst in einer anderen Form wie Final Fantasy 8, wo du eben diese Schulprüfung hast, aber dann auch erstmal in so einen Berg reingehst. Ja, du musst erstmal eine GF holen. Du kannst nicht in der Schule einfach weitermachen ohne eine GF. Wir merken die Lieder, Isaac. War Golden Sun nicht auch irgendein mittelmäßiges Horrorspiel? Was? Hat der Partner nichts dagegen bei sowas? Meinst du bei meiner Mutter oder was? Unangenehm, zumindest ist es nur ein Gespräch ohne eine dritte Person. Ja, es ist so.
Ich meine, gerade eben am Telefon, ich habe halt dann Lautsprecher einfach an kurz und Janneke sitzt dann eben auch neben mir und dann gucke ich halt kurz rüber und so dieselbe augenrollende. So, huge, moin! Mir ist aufgefallen, dass die rote Nadel 3D ist. Du meinst jetzt, dass die ich meine, das Spiel hat ein paar Anleihen eben auch bei den. Ich habe ja das Gefühl, nämlich bei den die Charaktere sollen eben so leicht dreidimensional wirken eher in dem Titel. Was auf jeden Fall, wie gesagt, auf dem GBA-Bildschirm besser rüberkommt als hier einen, dass wenn das Ganze so ein bisschen aufgeblasen ist. Das gleiche ist ja auch bei so Spielen wie Donkey Kong Country oder so. Wenn du die auf der originalen Auflösung Super Nintendo CRT und so, sieht hervorragend aus. Und wenn du es halt so ein bisschen mehr aufgeblasen hast, mit big chunky Pixels, dann wirkt der Effekt nicht mehr ganz so gut. Wie jetzt beispielsweise bei anderen 2D-Titeln. Yeah, this crowd's coming from the other side. No, fuck you. Warte, ich sollte doch zum Berg gehen. Kann ich das jetzt move? Nein. Ich dachte, ich soll weiter hochgehen. Warte mal, kann ich hier noch irgendwo? Nee, ne? Da war eine Sackgasse. Und hier ist eine Sackgasse. Okay, dann gehe ich erstmal wieder zurück. Yay. Jetzt muss ich mich am Schwanz. Nee, jetzt muss ich mich an dem Priester vorbeischleichen, ne? Wahrscheinlich. Kann ich den nicht einfach kaputt schlagen oder so? Kannst du nicht einfach mal irgendwo hingehen und dir, keine Ahnung was? Ich habe da hinten so ein paar junge Messdiener gesehen. Komm. Dreh dich weg. Komm. Und schwupps. Alter, wie es einfach direkt zur Wüste wurde. Was ist denn da los? Alles klar. Ne, bis hierhin habe ich gespielt. Ich glaube, bis hierhin bin ich doch gekommen. Ich war nur einfach... Ich habe nichts davon mehr mitgekriegt. Nee, wir schleichen uns hier die ganze Zeit rein. Ich bin einfach permanent mich nur am rein. Stimmt, das hab ich noch gemacht. I remember. Warte, okay, das heißt den einzigen, den ich machen kann. Dann geht's nur hier. Ja. Whoop, 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 whoop. Oh, Rätsel gelöst. Perfekt. Können hier nicht schon Gegner auftauchen jetzt eigentlich? Ja, here we go. Na, auch so die Hintergründe. So dieses stilisierte. Das soll jetzt schon ein bisschen plastischer wirken, als ob du so wirklich in dem Raum stehen würdest. Obwohl das eher durch dieses Größenverhältnis so aussieht, als wären wir alle ungefähr so 10 cm groß. Bat appeared. Warte mal, ich kann jetzt ja auch... Oh, erstmal heilen. Ich glaub, für die brauche ich nichts Wirkliches, ne? Als ob die nicht einfach irgendwie so eine... Ja, komm schon. Ich wollte gerade sagen, oh, one coin. Dann brauche ich ja nur noch 199 weitere töten, um mir ein weiteres Schwert leisten zu können. Here we go, das geht doch schnell. Warte mal. Oh, da habe ich den richtigen. Warte mal, welcher ist denn der? Vermin. Okay, natürlich greife ich die an. Okay, machen wir den mal. Bei dir probiere ich mal den. Oh, der Zauber. Ach, stimmt. Stimmt. Ich erinnere mich, dass du Zauber hattest, die dann auf andere Charaktere übergehen. Aber okay, nee, gut, dann machen wir mit ihm auch den. Und dann so. Dann gucke ich doch mal. Ja, der nimmt 20, das ist weg. Und der nimmt... Oh, der hat aber Crit genommen. Nicht ganz, aber immer noch gut verteilt. Na, stimmt, du kannst ein bisschen besser planen, was die Verteilung in den Kämpfen geht, so zum Optimalen, um möglichst wenig Pipi zu verbrauchen. this will never not be funny, calling this Pipi. Das ist wie ein Dead Rising. Einfach, oh ja,
Oh, ich brauche mehr Pipi. Mehr Zombies töten, um mehr Pipi zu bekommen. Mehr geheime Aktionen ausüben, um mehr Pipi zu bekommen. Woher wusstet ihr, dass ich 12 Jahre alt bin? Ja, gucken wir mal, ob das so reicht. Yeah, baby! Der hat nur 6 genommen? Was? Fuck her up, Sheila. Ah, die Encounter in Golden Song ist so relativ angenehm. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Es fühlt sich jetzt definitiv ein bisschen hoch an. It's a relief. The right eye is sparkling, but there's a hole where the left eye should be. Okay. Dann könnte das doch wohl sein, ob ich da das vielleicht brauche. Könnte das so sein? Ich muss ehrlich gesagt, diese Plattforming- und Rätselpassagen in JRPGs, das ist etwas, was ich heutzutage in den Spielen vermisse. In den dreidimensionalen. Das ist irgendwie gefühlt komplett verloren gegangen. Und stattdessen läufst du einfach nur einen Gang entlang und... Oh, jetzt biege ich mal links ab. Und jetzt biege ich mal rechts ab. Für 5 Schritte und dann ist da eine Truhe. Oh, geil! Könnte da was drin sein? So, das ist irgendwie... So, warum gehe ich überhaupt noch durch einen Dungeon durch? Das braucht irgendwie noch andere Aspekte. Ja, kann ich hier Item... Yeah, baby! Oh, Isaac hat seinen Penis in die Eye-Socket gedrückt. Warte mal, Tür ist jetzt irgendwo aufgegangen? Dann müsste wahrscheinlich links sein, ne? Weil links, ich meine, links war vorher nichts, also... Oh, direkt wieder in den Kampf rein. Kampfmusik ist definitiv ziemlich cool. Oh, fucked him up. He fucking dead. Yay! Levelaufstieg. Schwerter bitte, wenn schon Äxte, Morgensterne und Speere. Was? Ja. Ja, ein Weichzeichen ist ein Vorteil für die GBA Metroid Games, ja. Random Encounter, die Jumpscares der frühen JRPGs. Robert, moin. Ich weiß nicht, ob so Jumpscare ist und mehr so ein so ein... Ah, fuck. Oh, ich weiß gar nicht mehr. Was waren denn so JRPGs mit so ganz schlimmen Encounter-Rates? Ganz schlimmen Encounter... Ich glaube ehrlich gesagt, Final Fantasy X fand ich das aus meiner Erinnerung, glaube ich, ein bisschen zu hoch. Those two said there were a hidden passage leading deeper into the sanctum. I've come here many times, and I've always thought it looked strange. I had always imagined Soul Sanctum would look different somehow. What do you mean? Soul Sanctum was built in honor of the sun. There ought to be something here to reflect that. I was always puzzled why there wasn't. Seit Yakuza 4, da fand ich die Encounter Rate schlimm. Ich meine, es ist ja keine Zufall, es ist ja keine Zufalls Encounter. So, das ist ja du hast ja die Gegner immer noch auf der Oberfläche. Ich meine, klar, die Spawn Rate davon ist relativ hoch. Das ist ja auch bei Yakuza 7 so. Wenn du es nicht schaffst, von denen wegzulaufen, aber es ist nochmal ein bisschen was anderes, wenn du halt das nicht umgehen kannst. SMT 1 und 2. Die habe ich nicht gespielt bisher. Da bin ich. Ich bin Fake-Fan. Ich habe SMT 1 und 2 nicht gespielt. Ich hab genauso wie ich Persona 1 und 2 nicht gespielt habe. Fucking Fake-Fan. I think he's serious. Should we help him? No. Fuck off, old man. It's too dangerous for us to split up. We should stay together. How about we don't do that? Warte mal, kann ich hier. Nee. Oh, Rätsel gelöst. Kann ich dich irgendwie schieben, oder?
Oh wow, fuck yeah. Rätsel doch nicht gelöst. Dann schiebe ich das Ding mal zur Seite. So, was ist da drin? Ein Encounter! Wer hätte es gedacht? Was ist das für so eine Socke da rechts? Die einfach komplett zugedröhnt ist. Aus dem Slime soll das sein. Ist einfach nur so, yo. Ich muss sagen, bisher komme ich sehr gut dadurch, eine Taste zu drücken noch. Ich meine, damals war ich auch glaube ich, einfach blöd, das zu spielen. Das kann ganz, ich weiß noch definitiv, dass ich im ersten, ich glaube am Ende vom ersten, also diesen ersten Turm, ne, wo der erste große Endboss war, dass ich da ein bisschen grinden musste. Das weiß ich noch. Da habe ich vor dem Boss gegrindet, um gegen ihn zu kämpfen. Aber das liegt wahrscheinlich weniger am Schwierigkeitsgrad und ich glaube einfach mehr der Tatsache, dass ich damals blöder war. Chica! Chica! Oh nein, der ist weggegangen, der Slime, der hat keinen Bock mehr gehabt. Boah, ganz schlimm auch noch alte JRPGs, wo auch der Charakter nur wen angegriffen hat. Eben, wenn du in die korrekte Richtung geguckt hast. Warte mal, Quake. Ich sollte die wahrscheinlich nicht treffen können, ne? Aber ich guck mal, machen wir mal so. Flair, was der für Schaden macht. Und du kriegst einfach mal hier... Ja, komm, verteilen wir das mal. Verteilen wir das mal so. Dann gucken wir mal. 14, 18... Ne, die werden auch noch davon getroffen. Okay, obwohl die Flugviecher sind. Oh scheiße, ja, das war jetzt nicht so clever verteilt. Aber ist okay. Ah, der ist eh geflohen, dann passt das doch. Dann passt das doch, wenn der doch flieht. Nee, aber ich war früher einfach viel zu blöd für diese Spiele. Warte mal, was habe ich denn? 18, obwohl ich. Guck mal, was das bei denen für einen Schaden macht. Ich meine, bei dir habe ich eh 27, da kann ich noch mal ein bisschen draufsetzen. Ich glaube, die kill ich. Ja, komm, mach mal so. Also wenn ich das jetzt nochmal privat dann eben durchspiele, ich freue mich auf die Ultra-Attacken von den ganzen Charakteren. Nee, aber genau, JRPGs, du legst auf einen anderen Charakter fest und dann, oh, der Charakter ist tot, aber die Charaktere sind so, nein, du hast mir gesagt, ich muss vorher den angreifen, der ist jetzt nicht mehr existent, ich greife doch jetzt nicht einfach von selber den anderen an. So, das hättest du vorher richtig aussuchen müssen. Das ist auch sowas, wo ich mir, also ich kann den Vorteil davon verstehen, dass du halt irgendwie ein bisschen drüber nachdenken sollst mehr, wie du es verteilst, aber gerade wenn die Gegner keine HP-Leiste haben und du das nicht richtig sehen kannst, wie sich das verteilt, dann ist es immer ein bisschen blöd. Dann ist es immer so, oh ja, ich muss so ungefähr gefühlt raten und dann machst du einmal weniger oder einmal mehr Schaden und dann ist es so ein verlorener Angriff. Aber ich muss sagen, die Encounter-Rate ist hier relativ hoch jetzt gerade. Also wer eben meinte, die Encounter-Rate in Golden Sun, die ist in Ordnung, I'm not so sure. Das ist ein bisschen insane gerade. Zwinger, moin. Sind dir wieder die Schlaftabletten ausgegangen? Nein, wir sind. Dieses Mal habe ich gepennt. Ganze 4 Stunden habe ich letzte Nacht geschlafen. Und damit bin ich vollkommen aus. Ich bin hellwach. Ich bin hellwach. Ich bin morgen tatsächlich wieder in der Schlafklinik. Die haben mich heute Morgen nochmal angerufen. Ich kann das zum Glück auch wieder. Ich krieg diesmal ein bisschen mehr Verkabelung. Aber ich kann das zum Glück wieder zu Hause machen. Ich muss nicht dort bleiben. Aber ich krieg dieses Mal auch irgendwie was an die Birne geklebt und so, dass da auch so Hirnwellenmessungen mitgemacht werden kann. Die wissen auch, dass ich die Schiene trage nachts mittlerweile. Und darüber soll auch geguckt werden, dass ich halt so objektiv, ne, nicht einfach so gefühlt. Ja, ich kann jetzt besser schlafen.
Janneke hört mich nicht mehr laut schnarchen, aber mit der Messung können die eben genau sagen, habe ich noch Atemaussetzer, ja oder nein? Muss das Ding noch ein bisschen nach vorne gezogen werden oder passt das, wie das gerade ist? Kann das vielleicht sogar theoretisch noch was nach hinten? Oh nein, da ist eine Truhe. Nein, ich muss leider die Truhe holen, Leute. Scheiße, so, und es geht nochmal zurück. Ja. Ne, ja, das meine ich so. Jetzt ist so. Garrett ist defending, weil ich nicht das Ding vorher anvisiert habe. Wo ich mir so. Weiß ich nicht, ob ich davon Fan bin. Persona 2 hat auf jeden Fall den letzten Boss. Meinst du Hitler, oder? Ich weiß nicht, ob das der letzte Boss ist. Ich weiß nicht, was dir darin vorkommt. Mit der Sonnenbrille auch noch. Fuck, das wollte ich gar nicht. Ich wollte dich und dann du machst den Feuerzauber. Random Encounters sind wirklich unnötig. Da will man gemütlich von Punkt A nach Punkt B die Musik hören. Dann kriegt man einen Random Encounter aus dem Nix. Ich finde, das ist... Ich meine, das hat halt schon seine Vor- und Nachteile. Ne, du hast zum Beispiel durch Random Encounter kannst du das Level-Pacing besser vorgeben, wenn du halt weißt, dass selbst wenn eine Person irgendwie den Critical Path durchzieht, oder muss sie sogar wahrscheinlich lang, dass selbst wenn eine Person den Critical Path durchzieht, dass sie zumindest eine Mindestanzahl an Encounter hat und du so durchschnittlich weißt, okay, so und so oft wird eine Person zumindest mit Gegnern konfrontiert und dann weißt du, okay, kannst in dem Maße damit rechnen, deren Level ist das. Du kannst von der Herausforderung das eben auch so vorgeben, dass es der Vorteil ist, Leute können weniger... Klar, du hast dann so eine Flee-Mechanik, aber je nachdem, wie das in den Spielen festgelegt ist, kannst du das eben auch etwas machen, was dann bei stärkeren Gegnern weniger gut funktioniert. Das heißt, du wirst dann öfter in Kämpfe gezwungen. Adrian Odyssey macht das halt hervorragend, ne? Weil du hast so ein Radar, was dir anzeigt, von der Verfärbung her, die Wahrscheinlichkeit wird jetzt höher. Ne? Also wenn das im roten Bereich ist, jeder Schritt kann jetzt theoretisch zum Encounter führen. Und dadurch, dass es halt schrittbasiert ist, kannst du es halt viel besser planen und halt eben gucken, okay, wo will ich hin? Es ist ja als so ein Dungeon-Crawler, du willst halt tiefer und tiefer und tiefer gehen. Das heißt, auch da ist das Resource-Management dann tatsächlich wichtiger und du hast interessante Entscheidungen, wie tief du reingehst und wann du halt wieder zurückgehst und wie kommst du zurück am besten. Das ist halt so... Kannst halt bei irgendwelchen Mechaniken und so immer schwer sagen, das ist halt immer scheiße. Oder das ist generell schlecht. Ich muss sagen, dass ich auch eher Fan davon bin, wenn Spiele mich... Ne, wenn sie die Gegner offen auf der Karte präsentieren und dass ich für mich entscheiden kann, wann ich da reingehe. Aber das hängt eben, ne, definitiv vom Spiel ab. Ich meine, es hat auch sowas, so ein bisschen was Therapeutisches, ne? Hier einfach durch die Gänge durchzulaufen, einfach zwischendurch die Gegner wegzuschnetzeln und dann so am Anfang von einem Dungeon, dass du dann anfängst, okay, jetzt muss ich gerade High Alert sein, gucken, wie die Taktiken von den Gegnern rauskriegen und mich darauf fokussieren, und dann je weiter du reinkommst, desto mehr auf dem Autopilot läufst du. Und das kannst du natürlich auch als Kritikpunkt anbringen, aber ich finde, man kann es auch durch das Pacing, wie du es durchläufst, dass du dann so ein Auf und Ab hast. Aber es kommt eben auch darauf an, wie lang der Dungeon ist und in welchen Intervallen neue Gegner eingeführt haben. Dass du immer dieses so High Alert, okay, ich muss die Taktik rausfinden, und dann senkt sich der Schwierigkeitsgrad, weil du besser lernst, mit den Gegnern umzugehen, und dann geht das wieder hoch und du hast einfach so einen, eben mehr so einen Flow-State. Was ich in den rundenbasierten Rollenspielen eigentlich auch sehr, sehr mag. Aber das ist auch eine... Das hängt halt... Weil wenn das dann zu lang anhält und du dann nur noch auf Autopilot bist irgendwann, dann wird es halt auch langweilig. Obwohl es da auch dann garantiert so Leute gibt, die dann sagen, nee, das ist für mich genau das Richtige. Exakt so will ich das haben. Ich habe gerade leider den Aaron gemacht und literally nicht aufgepasst.
Warte mal, kann ich hier irgendwelche... Warte mal, wie viele haben wir noch? Du hast noch 23. Ah, okay. Gibt's irgendeinen Hinweis darauf, welche das ist? Weil das sieht für mich alles gleich aus. Okay, das scheint aber tatsächlich keine Pipi jetzt abzuziehen, ne? 23. Nee, doch, jetzt hat's abgezogen. Ich glaube, ich habe eben durch die Bewegung wieder was hinzugekriegt. Pass auf, jetzt ist es einfach das Letzte, was ich mache. Das ist einfach das Letzte, was ich mache. So, das ist das ganz links, aber ich könnte jetzt auch nach ganz links gehen und dann ist es nämlich das. Die schiebe ich mir jetzt mal. Ja, siehst du, Gott sei Dank. Weil ich wusste nämlich, dass es so, jetzt weiß ich, jetzt ist es das ganz links, dann muss ich nach da gehen und dann ist es eins rechts daneben und dann wäre es literally das Letzte gewesen, was ich mache. A maze appeared. Ich bin schon in einem Maze. So, was kannst du... Wie viel hält er denn aus? Komm, dann machen wir hier zwei Attacken drauf und dann hier Flame. Hast ja genug. 19, 13, ja, okay, doch. Ja, doch, gar ein bisschen mehr, aber jetzt auch nicht so viel extrem. Ist hier irgendwo eine mit... Ich meine, ich habe noch so eine Medaille, aber ich sehe jetzt auch nicht irgendwie das, wo ich das großartig anbringen kann. Kann ich dich auch einfach so töten? 8 Damage. Ein bisschen zu wenig. Ich glaube, Jenna könnte ich mal heilen tatsächlich. Warte. Item Grinding für Quests ist. Ich finde, das Schlimme ist halt wirklich Sachen grinden, die eine Drop Rate haben. Weil, weißt du, XP grinden, da kriege ich halt zumindest immer dasselbe raus. Da weiß ich, ich töte den Gegner, das ist die Encounter Rate. Und da kann ich mir das irgendwie ausrechnen, ich mache halt Steady Progress. Aber halt dieses, ich muss halt das so lange spielen, bis ich irgendwann zufällig diesen Drop bekomme. Und ich habe auch immer Pech bei sowas. Ich habe bei sowas immer Pech. Egal was es betrifft. Was zum Teufel? Was muss ich machen? Every time, jedes Mal. Ich hatte das gerade erst bei Ghostwire Tokyo wieder. Für die letzte fucking... Trophäe muss ich so ein Los ziehen und ich habe so ein Foren nachgelesen, Leute haben so keine Ahnung 2-3 Züge gebraucht und dann war das vorbei. Ich habe eine halb, ich habe glaube ich 1,5 Stunden nichts anderes gemacht, als diese Scheiße gezogen und bis ich das irgendwann gekriegt habe, es war zum Kotzen. So, jetzt aber. Bam, 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 bam. Oh, du weg. Und jetzt du drauf. Und du weg. Perfekto. Das ist 30 Mal hintereinander. Komm, wir heilen mal die ganzen Bastarde. Also dich, du wirst geheilt. Du wirst geheilt. Und du wirst geheilt. Warum nicht? Und dann einfach mal speichern. Save your quest. Nein. Natürlich werde ich das überschreiben. Was für ein Level bin ich? 3. Und da kann ich hier das Auge einsetzen. Item. Was habe ich denn hier noch? Oil Drop. Causes damage with flames. Nee. Kann ich nicht einsetzen? Hier? Nee. Schätzsam. Falsche Tür, es gibt noch eine. Oh mein Gott, es war links doch noch eine. Pipi Game. Ah. Ich glaube, Björns Nier Adler Eye PTSD spricht gerade. Oh mein Gott. Das Schlimme ist, ich werde es im Remake wieder machen. Ich werde es im Remake wieder machen. Ich kann zwar komplett sagen, nein, diesmal mache ich es nicht.
Ich werde es wieder machen. Oh, du blöd. Das war so klar. Es war so klar. Weißt du, ich dachte, ich habe noch hin und her getrickst und aus die Maus, aber I got bamboozled. Ich mag seltene Random Encounter und generell stationäre Gegner. Also ich meine, es kommt halt drauf an, wie selten es ist, ne? Wenn du halt zu selten hast und dann willst du irgendwas farmen, ist dann irgendwie auch ein bisschen kacke. Ist jetzt da drin was aufgegangen oder ist jetzt eine andere Tür drin aufgegangen? Nee, es ist eine andere Tür jetzt drin aufgegangen. Okay, alles klar. So war das. Ich mag dieses Grün, dieses Smaragd, dieses Smaragdleuchten. Das sieht schon ziemlich cool aus. Game be like me to a large amount of trolling, yeah. Lego Star Wars hat einen 3 Mega MB Patch bekommen und das ganze Spiel muss nochmal neu installiert werden. Oh mein Gott. That sucks. Gut, dass ich es noch nicht installiert habe. Gut, dass ich es noch in der Verpackung gerade drin habe. Weil ich wollte das nämlich später. Weil vielleicht heute Abend noch ein Unlimited Ammo Stream ist und wahrscheinlich nur Baka und ich Zeit haben werden dafür. Und dann werde ich vielleicht einfach ein bisschen Lego Star Wars im Hintergrund spielen. So ab 21 Uhr ist das ja auf unserem YouTube-Kanal. Kann ich total nachvollziehen. Bei Xenoblade 1 habe ich mir auch gesagt, die vielen schrecklichen Nebenaufgaben nie mehr zu machen, bis dann das Spiel für die Switch rauskam. Boah, Alter, Xenoblade hat mich wirklich gekillt. Oder beziehungsweise, das hat sich dann selber gekillt, weil bei das erste Mal, als ich Xenoblade 1 gespielt habe auf der Switch, habe ich da abgebrochen. Ich habe nach irgendwie so 15, 20 Stunden abgebrochen. Einfach, weil ich alles machen wollte und es nicht aufgehört hat. Weil es einfach nicht aufgehört hat und hat es keine Markierungen gegeben, wo ich welche Quest irgendwo abgeben muss. Und habe das Jahre später erst durchgespielt. Und ich habe Bock auf jeden Fall. Ich habe die Switch-Version. Aber bin noch nicht dazu gekommen. Also ich würde vielleicht gerne vor, wenn ich es schaffe. Ich glaube, ich krieg's nicht hin. Ich würde gerne vor Xenoblade 3, 1 und 2 nochmal durchspielen. Weil 2 habe ich nie durchgespielt. 2 habe ich bekommen. Und dann habe ich es auch so 15 Stunden gespielt. Und dann war es wieder so, ja, ich mache irgendwie übermorgen weiter. Und dann war übermorgen 3 Jahre her. Deswegen, ich habe auch diesen Torna DLC nie gespielt. Das müsste ich eigentlich auch mal irgendwie alles gerne machen, alles mal machen. Aber ja. Nein! Ich meine, sehr viele von den Xenoblade-Sidequests sind halt diese typischen Sidequests, die du hast. So kein Spiel, was so viele Sidequests hat, hat nur gute Sidequests. So. Ich glaube, du hast eine maximale Anzahl. Ich glaube, das einzige Spiel, was eine Anzahl an Sidequests hat, die irgendwie über 50 sind. 50, 60 und alle davon sind irgendwie gut. Das sind so die späteren Yakuza-Teile. Ich glaube nicht mal, wie viel Quests hat Fallout New Vegas? Haben die über 50? Ich glaube, irgendwo hast du die Grenze. Aber bei den meisten Spielen ist es schon, wenn du über 20 Sidequests hast, dann. Vor allem, dann ist es meistens nicht nur so, oh, diese 20 sind gut und dann die nächsten 10 sind crap, sondern sobald du über eine bestimmte Hürde drüber gehst, dann ist irgendwie alles crap. Weil in alle Sidequests nur ungefähr der gleiche Aufwand gesteckt werden kann. Und dann sind die alle ungefähr auf dem gleichen beschissenen Level. So, oder manchmal gibt es hier und da diese eine große Sidequest, die dann irgendwie hervorragend ist. Ich habe das Gefühl, so entweder sind alle Sidequests gut oder alle Sidequests sind kacke. Oder beziehungsweise auf ungefähr denselben Level. Als wäre er von der Sonne einfach abgeschossen. Ja, genau, David, das ist das, was das Remake deutlich besser gemacht hat, weil das war halt in Teil 1 war das halt echt Pain, die ganzen Sidequests zu machen und dann gab es einfach noch so viele in dem ersten Ort und das Gebiet ist ja schon so groß und das Erkunden macht dann Spaß und das hat mir das ein bisschen verdorben. Das war auch genauso Dragon Age Inquisition, die Hinterlande. Der wahre Villain des Spiels sind die Hinterlande in Dragon Age. Da war einfach nur der Vorteil, dass ich durch meine Arbeit gezwungen war, in andere Gebiete reinzugehen, um an der Komplettlösung zu arbeiten. Und ich dann deswegen die Hinterlande so, okay, ich muss jetzt was anderes machen. Ich muss jetzt mit der Arbeit vorankommen.
Weil ansonsten hätte ich auch versucht, die hintereinander 100% zu machen. Weil ich war dabei und ich hätte das Spiel abgebrochen, 100%ig. Du darfst es einfach nicht in so einem Spiel machen. Das erste Gebiet darf nicht so vollgepackt sein mit Inhalten, weil dann Leute wie ich vorbeikommen und das Spiel sich kaputt machen. Oh, Plorko, moin übrigens, gar nicht gesehen, sorry. Close to what? We've come all the way to the heart of the Soul Sanctum to turn our backs on it and leave. Nein, ich werde die Macht jetzt bekommen und euch alle totschlagen. I was evil all along. What's the origins of alchemy? It would be a waste to. Is this Elden Ring? What do you think? Shall we go a little further? Yes. Thank you. Oh, ich bin übrigens, weil morgen geht's ja auch weiter mit Elden Ring. Ich habe das zwischendurch gespielt. Ich habe nicht Godric gemacht. Ich habe jetzt, glaube ich, alles in Limgrave gemacht. Ich glaube, Limgrave habe ich zu 100% abgeschlossen. Bis auf Stormvale Castle und Godric. Caelid habe ich zumindest alles gemacht, bis auf die Bosse, die ich halt nicht schaffen kann mit meinem aktuellen Level und Ausrüstung. Und dann bin ich an Stormvale Castle aber vorbeigelaufen. Und bin jetzt, glaube ich, mitten in diesem Gebiet, wo diese Spinnenhände sind. Holy shit, einfach. Boah, ich hab mich, dieses verkackte Arschspiel, ich hab mich so erschrocken, als ich in dieses Gebiet reingelaufen bin. Und dann siehst du erstmal diese kleinen Hände, die rumlaufen. Und du gehst dann hin und dann springen dich eben so von der Seite links und rechts so zwei riesige davon an. Boah, ich... Ich glaube, das hast du durch das ganze Haus gehört, wie ich da aufgeschrien habe. Für Björn ist Godric optional. Ja, ich fände das einfach so lustig, jetzt mich so aufzupowern in dem Spiel, dass ich zu Godric hinlaufe und den einfach so in zwei Schlägen einfach umbumse. Oh. Aber ich habe es auch echt gemerkt, dass ich jetzt bei diesem, das war so seltsam, diese Illusionary Wall vor diesem Schmied, so wo es so, ich sehe, dass es da irgendwo hinter weitergehen muss und dann haue ich einfach mal auf eine Wand, okay, und das ist jetzt der offensichtliche Weg, der hier durchführt. War jetzt bei diesem Schmied, wo ich es jetzt endlich mal schaffen konnte, ein paar der Steine zu holen, dass ich meine Waffen ein bisschen aufrüsten konnte. Und ich glaube, jetzt habe ich die auf plus 5 oder so zumindest, so von plus 2 auf plus 5 hochgebracht. Und das macht einfach so einen immensen Unterschied bei dem Schaden, den ich jetzt erstmal verursache. Für das Gebiet zumindest. Aber ich meine, ich bin ja auch noch Caelid gewohnt. Das ist das Problem, wenn du von Limgrave erstmal Caelid 10 Stunden spielst und da versuchst alles zu machen und dann gehst du in das eigentlich nächste Gebiet rein und denkst, das ist aber ziemlich einfach. Ich töte ja alles irgendwie super schnell. Was ist denn da los? Godric kriegt einfach den Will Smith ab und stirbt. Oh, am besten einfach noch Leute mit reinsammeln lassen und so. Erstmal die Mimiktier holen, bevor ich Godric mache. What could it be? Hatte Dragon Age Inquisition nicht den Game of the Year Award gewonnen? Bei den Game Awards, ja. Ich glaube, das waren aber noch die Spike Game Awards oder so. Das lag daran, dass halt 2014 für den Mainstream keine guten... Also das eigentliche Spiel des Jahres, und da sind wir uns hoffentlich alle sicher, von 2014, ist natürlich The Evil Within. Dass das nicht gewonnen hat, ist echt eine Schande. Aber ich fand es auch für den Mainstream irgendwie seltsam, weil 2014 auch Bayonetta 2 rausgekommen ist. Und das hatte deutlich bessere Bewertungen als Dragon Age Inquisition gekriegt. Das war einfach nur so, dass die meisten Leute das war ein Wii U-Spiel. Und ist, was die Bewertungen bei solchen Events betrifft, weil das ja auch dann von der, ne, so, das ist halt einfach mal ein Popularity Contest. Das heißt, mehr Leute haben Dragon Age Inquisition gespielt als Bayonetta und deswegen hat Dragon Age Inquisition gewonnen. Aber ich finde das immer Slander, wenn so 2014 als so, oh, ein schlechtes Jahr für, also schlechtes Jahr für Videospielkultur, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Aber Videospiel-Releases ist 2014 ziemlich geiler Scheiß rausgekommen. Und das finde ich immer,
blasphemisch, wenn da irgendwie gesagt wird, oh, was scheiß ja, nur Kacke rausgekommen. So, nein. What's happening? Jetzt einfach so ein Laserstrahl direkt in sein Gesicht. You're about to make a big mistake. Ist mir doch egal. Wait, Isaac. What's wrong, Creighton? You have to do the puzzle correctly. 2014 war Danganronpa, sorry Björn, Ficky Within. Danganronpa ist leider kein 2014-Spiel. Das tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen. Danganronpa ist wesentlich älter. Danganronpa kam zuerst auf der PSP raus. Ist aus 2010. Ist Danganronpa. Es tut mir leid. Sorry. 2014 war Drakengard 3. War das 2000? Ich glaube, es war auch 2013. Ich glaube, Drakengard 3 war auch 2013 ursprünglich der erste Release. Lass mal kurz gucken. Ja, 2013. Dezember, 19. Dezember 2013 Japan. Sorry, es zählt immer der erste Release. Sonst kommt man nur durcheinander. Tatsächlich Dezember 2013 gemeint. Hahaha, Evil Within keeps winning. Evil Within ist ganz nett, aber Evil Within 2 wäre das. Oh. Ich lass mich nicht baiten. Sorry. This is a trap? Go look in the lunar room and you'll understand. You've done well. Finding this means you're looking in the right place. But if you just move one statue, you'll be caught in the sanctum's trap. But why would anyone put a trap in here anyway? Einfach zum Joken? I don't know who did it, but they've hidden something very important. My porn mags. Perhaps they've hidden the key to alchemy itself. Should I tell you more? No, shut the fuck up. I must try to find a solution to this mystery, okay? Björn zerstört die Hater mit Facts und Logic, ja, wie immer. ich glaube, Björn wird ein bisschen länger brauchen, um Elden Ring durchzuspielen. Ich meine, das ist mir eh klar, aber so macht's mir am meisten Spaß. Gibt's generell ein JRPG mit guten Nebenquests? Ich muss gerade bei JRPG mal drüber nachdenken. Bei Nebenquests. Das kommt also darauf an, wie das Ganze klassifiziert ist, ne? Weil du hast ja so generelle Aufgaben und so Endgame-Shit. Also ich mag eigentlich sehr viel am Endgame von Final Fantasy X. Ich mag sehr viel am Endgame von Tales of Symphonia, was du da eben alles so als Quests in Anführungszeichen drin hast. Aber mir fällt jetzt direkt erstmal nicht so was. Ich meine, ich mag auch die Sachen in den Falcom-Spielen, wie Trails. Auch die Nebenquests, die da drin waren. Die sind jetzt mechanisch nicht interessant, aber so von dem so Storytelling her immer zumindest ganz okay. Aber ist jetzt nichts, wo ich so. Mir fällt jetzt nichts ein, wo ich sage, boah, das war Alter, die geilste Nebenmission ever. Moon Remix RPG. Ja, aber da sind die Nebenmissionen sind Teil der Handlung, ehrlich gesagt. Also du musst ja die Nebenmission machen, um das zu machen. Den ganzen Rest. Ich versuche jetzt einfach absichtlich den Typen unten zu töten. Komme ich eigentlich überhaupt dahinter? Um das Ding. Ich glaube, ich muss den ziehen, ne? Irgendwie. Boah, Loch gemacht. Hat er nicht gesehen. Hat er Loch gemacht. Kann ich da rein? Warte mal. Oder das so ziehen. Move, bitch. Get out the way. Get out the way, bitch. Get out the way. Was haben wir freigeschaltet? Something clicked. Ich glaube, dann erstmal wieder runtergehen, ne? Wahrscheinlich. Mal kurz angucken, was passiert ist im anderen Raum.
Ja, aber solche Art der Rätsel vermisse ich ehrlich gesagt in den heutigen JRPGs. Ich würde auch so, zum Beispiel gerne nochmal Lufia spielen, was ja aus meiner Erinnerung halt einen sehr hohen Fokus auf die Rätsel hatte in den Dungeons. Oder auch bei Terranigma und also der ganzen Reihe halt. Burp, burp. Also es ist halt deutlich mehr Engagement, als wenn du so andere auf Oldschool getrimmte RPGs spielst, wie jetzt irgendwie Bravely Default. Und dann hast du ja einfach trotzdem so denselben fucking Dungeon-Aufbau, den du sonst eben auch immer machst. Okay, hier ist aber nichts passiert, oder? Naja. Doch einfach das ganze Ding verändern? Schieben wir es mal rein. Was soll schon passieren? Ja, lass doch einfach blitzen. Ist mir doch egal. Lass dich doch beim Kacken vom Blitz treffen. I don't give a shit. You found it, Isaac. Crayton! Excellent work, Isaac. Where did that hole come from? There was a hole here, it's gone now. In Rätselräumen gibt's oft. Das ist auch gut. Alter, war das nicht bei Final Fantasy X so? War das nicht bei Final Fantasy X so, dass du in den Tempeln musstest du ja diese Rätsel lösen mit den ganzen Kristallen, die hin und her stecken und so ein Scheiß. Gab's da nicht immer noch Random Encounter drin? Weil das ist Krebs. Das ist halt echt Krebs. Final Fantasy 7 einzige Nebenquests sind die optionalen Charakter, die sind super. Ja, aber das ist auch so, weil das ist halt... Ne, klassifizierst du das als Nebenquest? Wirklich? Glaube nicht, oder? Oh, Lightning Returns! Stimmt, Lightning Returns war voller Nebenquests, aber die waren... Ich meine, da ist die Handlung halt irgendwie irrelevant. Da ist so, das ganze Spiel ist halt auch so die Nebenquests und halt Teil der Haupthandlung an sich. So, das musst du halt mitmachen. Und das Interessante ist mehr diese zeitliche Einteilung, ne, weil das ganze Spiel ja in einem festen Timer läuft und du hast halt... Kannst dann... Lightning Returns muss ich nochmal spielen. Das war halt so geil, dass du dann auch dass die Kämpfe, dass du in den Kämpfen ja auch so Materialien gekriegt hast, so irgendwie so Material, mit dem du die Zeit anhalten konntest. Und das heißt, die Kämpfe haben nicht dann nur einfach deinen Charakter besser gemacht, sondern du konntest dann auch nutzen, um Zeit einzusparen, damit du eben alle Aufgaben machst. Oh, geiles Spiel. Lightning Returns einfach fucking based. Based Lightning Returns. So, muss ich jetzt bitte nochmal die Sequenz... Okay, Gott sei Dank. Weißt du, du hättest auch einfach kurz sagen können, ja, passt. So, oh, da müssten sie jetzt einfach unten so craden. Oh, da machen sie wohl was richtig. Fertig. Der muss nicht nochmal hochlaufen und mir eine Standpauke darüber halten, dass ich gerade das Rätsel gelöst habe. So, jetzt habe ich es aber gemacht, oder? Jetzt haben wir es hier komplett abgewandelt. Das ist korrekte Mundo. Das ist jetzt Mond. Das ist jetzt Sonne. Und jetzt gehe ich runter. Und da ist die Wonne. Yeah, baby. We did it. Look, Isaac. The picture of the lunar changed to Sol. Oh, fuck yeah. But other than that, nothing looks different. That's strange. They went to the trouble of putting a trap here. And this is all that happens? Geht rein. Dies. Somewhere something else must have changed. We must find it. Warte mal, ich gehe nochmal kurz in den einen Raum oben, wo die Kristalle... Nicht, dass da drin irgendwas ist. Ich glaube es nicht, aber falls es da drin ist, ärgere ich mich einfach nachher zu sehr. Nee, okay, hier ist nichts. Sicherheitshalber. Das ist the fucking worst, wenn du einfach so den kompletten Weg zurückgehst und dann feststellst, nein, ich hätte einfach nur in diesen einen Raum daneben gehen müssen. Look, the symbol on the floor, it changed from Sol to Luna. Surely there must be something in this room. Und da kommt einfach von unten noch der Pissestrahl nach oben. Aber wo könnte es bloß sein? Vielleicht hier in dieser Ecke?
Let's fucking go! Wait for me, Isaac, I'm on my way! Oh, ziemlich gut. Einzig Nervige bei Lightning Returns, nicht angezeigt wird, wo die Items sind für die Sidequest. Ich hab's, glaube ich, damals, um die komplette Lösung zu machen, auch mit dem Spielberater dann von gespielt. Das heißt, da habe ich mir notfalls einfach Sachen angesehen, falls ich irgendwas brauchte. Where are we? Im Raum von Zeit und Geld. Das sieht auch ein bisschen aus wie so diese Astralräume, die du in JRPGs auch. Das ist einfach so ein klassischer Trope. So, okay, du kannst in irgendeine Astral, Spektral, sonstige Scheiße. Eine Chrono Trigger hat das ja auch. Ich spiele übrigens gerade Yakuza 7 und das ist ein gutes JRPG bisher. Ich mag Yakuza 7 sehr. Aber die Encounter Rate in dem Spiel und wie wenig die dir geben. Und das ist halt so mehr, du bist mehr damit beschäftigt, vor denen wegzulaufen, um keine Zeit zu verschwenden. Das ist so das Einzige am Spiel, was ich wirklich gar nicht mochte. So, ansonsten, ja, vom Balancing her und bla bla bla. Aber dafür, dass es auch einfach so ein weirdes Projekt ist innerhalb der Serie und einfach mal spielmechanisch so viel daran zu ändern, hat das hervorragend funktioniert, ehrlich gesagt. Und ich bin sehr gespannt auf den 8. und wie sie das dann hoffentlich weiterentwickeln. You would not understand. Someday I show you to myself. I show it to you myself. Ich habe nicht in Erinnerung, dass dieses Intro so lange war tatsächlich, bis du irgendwie auf die Oberwelt. Also es wurden immer noch keine Djinns eingeführt. The Elemental Stars! They really exist! The Elemental Stars exist! Okay, Grandpa, time for your bed. Stones, wood, even us, all things are made from those four elements. Did I get it right, Isaac? No. No, Isaac, Garrett is quite correct. No, fuck Garrett. As I have told you many times, the elements are the source of all matter. Earth, water, fire and wind. These are the four elements. Okay, was... Legend holds that the four elements stars contain the purified essence of each element. And now, those legendary stones are before us! Oh, fuck yeah, direkt mal essen. The Venus Star, the elemental stone of Earth. The Penis Star. Mercury, possessing the power of water's many forms. Like soup. Ich find's verrückt, wie gut das Spiel mit so JRPG-Tropes umgeht, sodass man für irgendwelche Jobs literally zu... Das ist geil, dass du halt zur Jobagentur musst, um die Jobs zu wechseln. Und dass es auch so alltägliche Jobs sind. Dass es nicht diese klassischen JRPG-Jobs sind, sondern du bist dann halt Koch, du bist irgendwie Security Guard, du bist irgendwie Idol oder Wrestler oder so, oder hier, das ist so cool umgesetzt. You're looking at the very source of all alchemy. Haven't I told you about this before? Yes, I know. What? I must have fallen asleep then. Ich letzte Woche. Because I don't have a clue what he's talking about. That's because you're an idiot. The Wisdom Stone, the Stone of Sages. Huh? This stone dominates everything. It can transmute crude matter into gold, even thwart death itself. Ich kann einfach Tod in Chicken Nugget Soße umwandeln. Oh, Chicken Nugget Soße. The study of alchemy began with the search for this very stone. I don't really get how it works, but they have enormous power, right? Beyond enormous. With a single gem, one could conquer the world. Now, perhaps you begin to understand. Don't scare us like that, Creighton. I totally thought you were serious. Conquering the world. Who can say what the truth is? This is getting all existential. That's why I've been searching for the elemental stars. I seek to learn the truth about these stones. Und dann möchte ich sie verkaufen für ganz viel Geld und reich werden. Now they lie before me. Whoa! Fällt runter.
False dice. Doesn't elaborate false dice. Be careful, Crane, that looks slippery. But I must examine the elemental stars. Make the boys do it. Oh, I couldn't ask. Oh, would you mind? He'd be glad to get the stones for you, right, Isaac? I guess. Thank you. Ich bin ein Junge, der nur Ja oder Nein sagen kann. Das ist meine komplette Fähigkeit. You'll need this, Isaac. You brought those from your cottage, right, Crayden? Die Musik ist wirklich gut. What are those bags? They're made of woven threads of mithril. Mithril. I prepared them for just such an occasion. Now, go fetch the elemental stars and put them in those bags. Alles klar. Darf ich? Ja, okay, cool. Oh, ich habe meine fette Bag bekommen. Zack. Zack. Oh, da bin ich aber echt froh, dass die immer genauso ein aus... Nein! I can't. Okay, sorry, Crayden. I failed your fucking quest. Boop. Okay. Natürlich ist es jetzt der letzte Weg, den ich lang gehe, der funktioniert. Alles andere war futile. Okay, hier lang, hier und da. Tada! Oh, the forbidden fruit. Jetzt kann ich da lang. Oh, ich muss auf meinem Telefonhörer muss ich die Zahlen drücken. So, als wäre es damals so ein Anrufspiel von Hugo oder so. Oh, so, los. Ah, oh, die 6. Die 6, die 2, nochmal die 2. Ah, verdammt. Nochmal die 2. Nochmal die 6. Nochmal die 2. Oh Gott, ich wollte da früher mal dran teilnehmen. Nickelodeon hatte sowas auch mal. Das war aber mehr so ein Adventure-Ding irgendwie, wo du so Indiana Jones mehr, so Temple Run irgendwo durchläufst. Aber ich hatte halt nicht, wir hatten halt nicht die passende Leitung dazu. Ich glaube, sonst hätte ich auch einfach zu viel Zeit und Geld damit verbracht, versuchen da anzurufen und an dieser Scheiße mit dran teilzunehmen. Und dann wäre ich wahrscheinlich eh zu nervös gewesen, um irgendwas am Telefon zu sagen. Also in Golden Sun Dark Dawn konnte man sogar zwischen mehr als 2 Ausdrücken wählen. Und das hat dazu geführt, dass das Spiel nicht so gut war. This is where it all went downhill. Oh, wieder 6 Jahre zurück. Ja, ich muss erst unten links hin, ja. My bad. Whoop, 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 whoop. Okay, und hier lang. Whoop, 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 whoop. Das Lila. I like the purple stuff. Aber die Farbpalette hier ist richtig nice. Also finde ich persönlich einfach sehr angenehm, das sich hier anzugucken. Also diese gerade dieses blau, türkis, lilane, so, es ist my aesthetic. Einfach wieder zurückspringen. Oh nein, die Bösen! It looks like they've spotted us. I thought we'd be safe until they'd gotten all the elemental stars. Tja, hättet ihr mal ein bisschen mehr gewartet. You mean to steal the elemental stars? Master Crayden. As I recall, aren't you the one who stole our information? What will you do with us once you've got the elemental stars? I'm sure they do us in once they no longer need us. Relax, you will not be hurt. Doom GBA music starts playing. That was our agreement, was it not? That all depends on how well they cooperate. They'll be safe as long as they hand over the elemental stars. Nee, tötet die ruhig. Ist schon vollkommen okay. Wir können das auch alleine machen.
Hat Golden Sun 1 eigentlich Points of No Return wie Dark Dawn? Boah, Alter, du fragst mich solche Fragen über ein Spiel, was ich seit 20 Jahren nicht mehr gespielt habe. I don't know. Ich habe keine Ahnung, wann du überhaupt nochmal wie wo in der Kampagne auf der Oberweltkarte zurückgehen kannst und ich keine Ahnung, ob's bis auf das okay, du gehst ganz zum Ende überhaupt ein Point of No Return geht, keine Ahnung. Vielleicht weiß jemand anders im Chat und könnte dich erleuchten mit seinem oder ihrem Wissen. That means, of course. A fine idea. He will be our guarantee. Under these circumstances, we have little choice. Felix, remove your mask. Oh, what? What did he say, Isaac? You're the two, Felix? This can't be. Oh no, what a twist. That day, the boulder, we saw him die, didn't we? Yes. You remember it too, Isaac? Yeah. What's wrong, Felix? Don't you want them to feel safe? That's the main character of the second game. Ich fand die Truppe beim zweiten Teil eigentlich generell cooler. But what accident? My brother here. I'll do it. I'll take off my mask. It's not possible! Is he? I know I've caused you much grief, Jenna. But I'm also very hot now. It was a miracle that I survived that day. We are the ones who saved him. We saw him floating unconscious in the river as we passed. Felix wieder so ein Maskengegner. I've been been with them ever since I've experienced. Nee, der wurde ja gerade genötigt dazu, seine Maske abzunehmen. Boah, Leute, das war einfach so das weirdeste Gefühl heute. Weil wirklich wir mittwochs immer unseren wöchentlichen Einkauf machen. Und wirklich im Lidl einfach so. Ich habe wirklich nur zwei Kunden gesehen, die keine Maske getragen haben. Sodass du halt auch einfach von denen halt dann Abstand nehmen konntest. Aber die kompletten Mitarbeiter, so niemand hat irgendwie eine Maske getragen. So, es waren nicht die Kunden, vor denen ich mich fürchten musste. Es waren die Mitarbeiter die ganze Zeit. Oh. Wo ich mir halt so denke, so, ja, oh geil. Weißt du, nachher den Scheiß noch beim Einkaufen zu kriegen, das ist es. Das ist es einfach. Da habe ich Bock drauf. Bei uns rennen einige ohne Maske durch die Läden. Also wie gesagt, so von Kunden habe ich wirklich nur zwei gesehen. Und der Rest, und das war recht gefüllt heute auch wieder, heute Mittag. Aber ja, ich glaube, keiner von den Mitarbeitern hat irgendwie eine Maske getragen. Also ich kann das ja vollkommen verstehen, wenn du halt so im Lager bist, so whatever. Oder an der Kasse, so hinter der Plexiglas. Aber da habe ich auch vorher, glaube ich, ehrlich gesagt, schon die Leute nicht großartig Maske tragen sehen. Weil wenn du halt, bist halt in der Scheibe, whatever. Vollkommen okay, ne? Brauchst das nicht den ganzen Tag tragen. Ich verstehe das ja auch, dass du keinen. Das ist ja auch mega nervig, das Ding über 8 Stunden irgendwie zu tragen. Gerade wenn es irgendwie ein bisschen unangenehmer so an den Ohren oder sowas ist. Aber so wenigstens, wenn du halt im Laden rumläufst mit den ganzen anderen Kunden. So, come on. Wirklich. Alex is another of our companions. Hand the stones over to him. Oh, great. After we did all that work. Great. Garrett gave him the elemental stars. Give me your elemental nuts. I'm afraid I must apologize in advance. Schubsen. For you will be bringing us the remaining elemental stars as well. Huh? Wait a second! You want us to grab the other one for you too? Oh, did you not understand me? You said you'd set Jenna free once we gave you the elemental stars. You promised! You pinky swear it! No, my friend, we want you to bring us all the elemental stars. Stop grumbling and bring us the last star. Okay. Thank you for your cooperation. Weißt du, du kannst fliegen! Du kannst fliegen! Wäre es nicht wesentlich
schneller, wenn du einfach das Ding gerade greifen würdest? Nein, wir müssen es die beiden Jungs machen lassen. Kinderarbeit. Wo kommen wir denn sonst hin? Okay, darüber komme ich nicht dran. Oh, muss ich wirklich den ganzen Weg wieder zurückgehen? Warum führt denn dann überhaupt dann der Pfad lang? Also da wurde extra das hochgefahren, damit du so denkst, ah, yes, of course. Of course, jetzt kann ich da lang gehen, um oben zu dem letzten Punkt zu kommen. Und das Spiel ist so, how about we don't? Darüber, nee, hierüber. Hierüber aber, oder? Ja, komm. Ja, Baby. We did it. Den letzten geholt. Den roten. Der noch roter ist als der andere vorige rote. Isaac put the Mars Bar in his Mithra Badge. Isaac put the Mars Bar in his Mithra Badge. What's the matter? What happened? Oh no, we took too many candies. No, not again. The water's gone. Without the energy of the elemental stars, the chamber is collapsing. Oh, das hätte niemand sehen können. Is this the terrible retribution the villagers spoke of? No, this must be more of Alchemy's power. Alter, nicht alles ist Alchemie, okay? Nicht alles hat diesen einen Ursprung. Chill mal, Dude. Oh, das Glühen sieht aber richtig cool aus. Ich muss generell sagen, also das Spiel sieht wirklich hervorragend aus. What is that? No! Oh, geil, Glubschauge. That rock, it's floating. Do you know what this is? Yes. Yeah, I know it's a rock, stupid. Could that be the wise one? Weiß ich nicht. Such power. Incredible. Incredible. Ah, dreimal Ausrufezeichen, da weißt du, der Shit ist... Oh, the shit hit the fan bei drei Ausrufezeichen. Erstmal Eis drauf. It must be the guardian of the elemental stars. Du weißt man gerade, wie dieses Meme mit dem Typen, der gerade wach geworden ist. Ja, du meinst das Limmy-Bild. Me picking up a rock. Lifting up a rock. The bugs underneath it. Ich glaube, Teil 1 hat wirklich keinen wirklichen Point of No Return. Es gibt manche Events, die aber einmalig machbar sind. Ich will das auf jeden Fall nochmal durchspielen. Ich will das definitiv nochmal durchspielen. But Citrus, there's still a chance they might survive. Kerning. Anything is possible, so what do you suggest we do? Go home? We take this Jenna with us. If they survive, we'll want her back. And if they want her back, they will bring us the star. This Jenna. Regardless, Crane must come with us. He is connected to all of it. Alex, are you breaking our promise? Conditions have changed since we made that promise. Jenna's not part of this. I won't let you hurt her. Do what you will with me. Just let Jenna go. Your bravery speaks well of you, old man, but you cannot help Jenna now. Kann Jenna auch mal was dazu sagen? Hat Jenna auch irgendeine Form von Selbstbestimmung? Oder wir lassen einfach nur Dinge passieren. If we leave Jenna, she will surely die. Isn't that what you want, Felix? Maybe. Maybe it's what I want. Perhaps we ought to continue this elsewhere, Felix. Felix! Please, can we go now? Ich hab so, naja, ist einfach so Felix gerade einfach voll die Hardcore-Anxiety. Oh, sorry, Leute, ich kann mit dem Druck hier nicht klarkommen. Hey, don't push my sister. What do you think you're talking to? You owe us your life. Minardi! Böse Minardi. You can't do that. Master Crane, you will be joining us, of course. Ja, die können richtig, also dafür, dass das hier alles so ernst ist und gleich kaputt geht, sind die aber noch sehr lange hier geblieben. Boah, ich hab grad so
Luft einfach quer sitzen. Boah. Oh. Das ist das Schlimmste, wenn du so Schmerzen in der Brust einfach bekommst, nur weil dir so ein Röpser quer sitzt und nicht rauskommen will. Boah, the fucking worst. Oh, komm schon. Oh. Aber wir haben uns einfach hinter der Statue versteckt. Ja, was machen wir jetzt? Aufräumen. Wouldn't you say? No. How can you be so calm in a time like this? Ich meine, wenigstens haben die immer passende Dialoge für das, was du eben sagst. You don't think they hurt Jenna and Crane, do you? No. Trauen die sich nicht. They'll be safe, Felix is there. Die haben Plot-Armor, keine Angst. Keine Angst, Garrett. Ja, aber gehen wir jetzt wieder lang, ne? Dass es keine Musik gibt da gerade, ist so seltsam. Und keine Soundeffekte für das, was passiert. This really is terrible. Vielleicht sind die auch beide einfach taub geworden. We've got a long way to go if we're gonna make it out of here. Boo. Boo. We're in big trouble. Yes. Let's get out of here. Also es ist halt echt ein bisschen, du könntest es deutlich tighter schreiben. Also da wird ein bisschen zu viel rumgelabert. Why are you standing there? This place has become dangerous. You're the dangerous one. Ich meine, es braucht halt, du hast halt eben auch immer diese langen Pausen zwischen den Dialogen. Was macht er jetzt? Nichts passiert. The volcano will soon erupt. I cannot hold it long. Oh, ich auch nicht. Muss definitiv gleich Wasser lassen. We must leave this place. The Elemental Djinn, they have returned! Take out the Elemental Star, yes. Burm, 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 burm. Ach so hat man die gekriegt, ne? Return it to its back. The Elemental Stars are moving away from here. Ja, genau, die werden jetzt daraufhin in der Welt verteilt, ne? Without the power of the Elemental Stars to contain it, the magma flows freely once again and this chamber is collapsing. Explain more to me. Pilz. There will be no chamber for the elemental stars to return to. The world will be exposed to the threat of alchemy. Alchemy? A threat? It can be a dangerous power if it is misused. If the elemental stars ignite the flames of the four lighthouses, that power will be released. As long as the four lighthouses remain unlit. Oh, that's pretty unlit. Ja, ist halt immer so, ne, nochmal, okay, das Ding, I get it, du, das soll zeigen, dass du das gerade noch so versuchst aufzuhalten, um uns zu retten. Aber ab dem Punkt, so bei dem langen Intro, kannst du halt echt ein bisschen, kann ein bisschen Gas, ich mach jetzt mal Gas. So. The volcano is erupting, flee now. But how? With your fucking feet, you idiot. I will help you. Hättest du es nicht einfach direkt machen können, Meister? Did that floating eye thing save us? No. We did it. Ich hab das Ganze leider geschafft. Yeah, right, let's get out of here. Das war ich ganz alleine. Ich hab die Kraft. Jetzt einfach noch random encounter. Das wär's noch. Das wäre es wirklich noch einfach so random Encounter, die jetzt reinkommen. Ich glaube, an dem Punkt kannst du auch ganz gut erklären, warum es keine random Encounter gibt, weil, glaube ich, auch alle Monster versuchen würden, rauszufliehen. Die sind jetzt in die Stadt reingelaufen und treiben da ihr Unwesen. Ich hoffe, ich bin hier richtig, ne? Sollte, oder? Ja. Ja, komm. Ich glaube, das wäre auch okay gewesen, hier tatsächlich ich gehe den einen Weg kurz runter und dann tauche ich direkt wieder draußen auf. Also den kompletten Weg mich laufen lassen, also braucht es jetzt nicht unbedingt.
so nochmal den kompletten Weg lang zu gehen. Weil du hast, ich habe ja keinen Timer, ich habe ja keine irgendwie Sorge um irgendwas, sondern ich verstehe schon, dass es Kapuzki geht gerade. Nochmal hier dieses Sprungrätsel rückwärts zu machen, braucht's glaube ich nicht. Das kannst du ein bisschen tighter machen, definitiv. Aber es ist trotzdem ein gutes Intro, also allgemein. Auch wenn der Wandel von irgendwie Wüste hier so zu runter zum normalen Berggelände ist, ein bisschen seltsam ist. Kannst du dich nicht mit Rashid aus dem Dungeon raus teleportieren? Das ginge, das ist cool. Wenn das geht, dann ist geil. Ich meine, wie soll ich darauf kommen, großartig, dass es funktionieren würde? Aber das wäre zumindest cool, das müsste ich dann bei dem nächsten Durchgang mal machen. Nee, ich weiß, welche Fähigkeit das ist, nur ich gehe normalerweise nicht davon aus, dass man in solchen Sequenzen dann einfach sofort aus dem kompletten Dungeon sich rausjeden kann. But since someone saw him and his friends climbing Mount Aleph. They were hanging around here while I was on guard duty. Isaac and Garrett went to Mr. Creighton's house. Didn't they say they were studying alchemy? Yes, they did, but what does that have to do with the eruption? Oops. Uh-oh, it's Grandpa and the others. We're in big trouble. Garrett, you fucking idiot. Come over here. Oh, you're safe. Come over here, both of you. Let me go. No, ich kann nicht. Ich werde angerufen. Was ist das denn? Ah, ich muss gleich mal zurückrufen. Where have you been? What happened? Die Musikqualität ist, also gerade für den GBA-Soundchip, ist das wirklich erstaunlich. Vor allem für so einen frühen Titel. They were taking away. By whomst? Whom or whoms did this? This is all very complicated. I have to go take a nap now. Okay, aber ich glaube, ab hier ist es jetzt auch erstmal nur, ich glaube, ab hier ist es wirklich nur noch jetzt erstmal ein bisschen, Exposition, bla bla bla, und bis ich dann in die Welt reinziehe. Deswegen, ich glaube, das war jetzt heute der faire Eindruck, den das Spiel verdient hat, im Gegensatz zu letzter Woche. Deswegen bin ich da froh, dass ich das dieses Mal auch nochmal getan habe. Und dann ist es auch, glaube ich, in Ordnung. Ich weiß gar nicht mehr, wer hatte sich das Ding gewünscht gehabt? Kann ich das sehen? Warte mal, ich wollte das jetzt eher auf den Belohnungen dann abhaken. Belohnungsanfragen verwalten, genau. Dann wäre das nämlich... Ach, Leo hatte das. Ah, ich hoffe, du bist damit zufrieden mit der Abhandlung jetzt des Spiels. Dann... Oh no. Oh, I knew the day would come. Oh Gott, nächste Woche dann Final Fantasy 2 für den GBA. Ich hoffe, das reicht, wenn wir das so 5 Minuten spielen. Genau, nächste Woche dann Final Fantasy 2. Falls ihr auch wollt, dass ich ein bestimmtes GBA-Spiel hier bei Game Boy Afternoon ausprobiere oder nochmal einfach wiedererlebe oder aus sonstigen Gründen, dann könnt ihr die Kanalpunkte dafür ausgeben. 100.000. Deswegen ist ein bisschen höher angesetzt, aber es ist natürlich auch dann den einen Stream dann dafür bestimmen zu können. Und dann wird es der Liste hinzugefügt. Die anderen beiden sind jetzt noch die Sonic 1 Version, also die GBA Version von Sonic 1. Und dann würde ich, glaube ich, die GBA-Sonics mal, zumindest einen davon, nochmal auch mitzeigen. Ich glaube,
weil ansonsten nur Sonic 1 auf dem GBA komplett zu spielen. Oder vielleicht, keine Ahnung, schaffe ich es dann auch einfach, das komplette Ding durchzumachen. Müssen wir mal gucken. Und das andere war, glaube ich, Nicktoons Unite oder so. Noch ein anderes Nickelodeon-Spiel. Aber ja. Genau, das soll es gewesen sein mit Golden Sun für den GBA. Die könnte definitiv tighter sein, was so das Pacing betrifft. Die Encounter-Rate war ein bisschen hoch. Aber ansonsten hat es mir aber noch sehr gefallen und ich habe auf jeden Fall Lust bekommen, dass tatsächlich, falls ich da zu einfach die Zeit finden sollte, weil ich habe einfach zu viele Dinge, die ich generell spielen will. Ich habe definitiv die Lust bekommen, das privat auch nochmal dann komplett durchzuspielen. Aber ja, das wär's mit einer weiteren Ausgabe Game Boy Afternoon. Vielen, vielen Dank, falls ihr da waren. Nochmal der Hinweis, dass auf dem es ist sowohl auf dem Zweitkanal als auf dem Patreon sind heute Videos rausgekommen. Auf dem Zweitkanal habe ich ein Video zu der Ankündigung von Return to Monkey Island gemacht, dem deutschen Half-Life 3. Und auf dem Patreon ist eine neue Ausgabe Lost in Translation erschienen zu Surveillance auf der PS2. Ein sehr interessantes Spiel. Man kann so die Anime-Version von Night Trap, nur dass die Anime-Sequenzen wirklich gut sind, von Production IG auch gemacht. Und das ist nie in den Westen gekommen. Ein sehr interessantes Spiel. Dazu das Video gerne auf dem Patreon ansehen. Ansonsten kommt morgen endlich das Video für die neuen Spiele im April. Das hatte ich jetzt ein bisschen verschoben, wegen anderer Sachen, die ich noch vorher bringen wollte. Und dann eben morgen auch 20 Uhr weiter mit Elden Ring. Kann sein, dass ich zwischendurch noch mal ein bisschen spielen werde, aber ich bin jetzt eben in dem, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, dieses zweite Gebiet nördlich von Limgrave, was ich jetzt so zur Hälfte, glaube ich, erkundet habe. Ich war noch nicht in Hogwarts drin, aber ich bin in diesem Gebiet nordwestlich davon mit diesen ganzen Spinnenhänden drin. Ja, werde ich mal gucken, da werde ich einfach dann ein bisschen weitermachen und einfach alles andere machen, außer die Hauptbosse. Das ist, glaube ich, momentan meine Devise bei Elden Ring, das Ganze zu spielen. Aber ja, meine Blase platzt, ich muss pissen. Ich hoffe, ihr habt noch einen wunderschönen Mittwochabend. Denkt dran, 21 Uhr, Unlimited Ammo, findet noch ein kurzer Stream statt, dann wahrscheinlich mit Bakker und mir. Und ansonsten geht's dann morgen 20 Uhr weiter und am Freitag 18 Uhr Condemned Criminal Minds. Der beste Xbox 360 Launch-Titel, meiner Meinung immer nach. Und ich will zumindest so das halbe Spiel schaffen, dass wir das Kaufhaus zumindest sehen. Weil das Kaufhaus ist, für die Leute, die es eben kennen, wissen, was im Kaufhaus passiert. Und das Kaufhaus sollte man mal erlebt haben, das ist cool. Aber ja, ansonsten, ich wünsche euch einen schönen Abend noch. Dann bis zum nächsten Mal. Bis dann, bye bye.